Deswegen bist du eigentlich hier, weil Kobi uns gesagt hat, wir sollen nie aufgeben. Ja. Immer weiter, push. Ich habe immer so einen Spruch gesagt, push it, push it. Kobi hat immer Gas gegeben. Meine Damen und Herren, es ist eigentlich, ist heute jemand zu Gast, der in Folge 1 hätte zu Gast sein müssen, aber er ist ein vielbeschäftigter Mann. Und Markus und ich sind voller Vorfreude. Wir kennen beide den Gast persönlich. Lustigerweise, Markus, das stimmt, ne? Das stimmt. Wir haben uns 2-3 Mal getroffen, auf jeden Fall. Und ja. Es ist auch, glaube ich, der meistgenannte Wunschgast nach Dirk Nowitzki in unserer letzten Umfrage gewesen. Stimmt. Also Lou Richter haben wir ja schon weggearbeitet. Dann kam Dirk Nowitzki und dann kam dieser Mann. Ich will ganz kurz ein kleines Intro machen, weil ein Instagram-Post von diesem jungen Herrn mich tatsächlich wieder mit diesem ganzen Hobby in Kontakt gebracht hat, mich auch am Ende des Tages zu diesem Podcast mit bewegt hat, zu der Doku, die wir machen. Und zwar hat der liebe Herr einen recht ausführlichen Text geschrieben zum Hobby, was das bedeutet, was die Werte im Hobby sind und so weiter und so fort. Das ging so über 5, 6 Impressions da in der Story. Und da habe ich gedacht, ach guck mal, das ist ja, weiß zwar nicht, wer das ist, aber die Einstellung gefällt mir. Und dann habe ich den angeschrieben, den jungen Herrn. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und in bester Manier sagte der dann auch sofort, ja, dann komm doch einfach vorbei. Und zack, 2 Wochen später war ich in Langenfeld. Und wenn ich Langenfeld sage, können die Leute sich wahrscheinlich ungefähr vorstellen, wer es ist. Herzlich willkommen, lieber Kiki. Hakuna Matata, Markus, Dennis, es ist mir eine Freude und Community, heute mit euch die Zeit verbringen zu dürfen. Habe ich im Intro zu viel Quatsch erzählt, Kiki, oder stimmt da alles? Du hast deine Sicht der Dinge erzählt. Oh. Ich werde dem teilweise zustimmen. Oder komplett zustimmen natürlich. Ja, aber okay. Vielen Dank, das waren liebe Worte, die du auf jeden Fall an mich gerichtet hast. Und du hast recht, das ganze Hobby und das Sammeln macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und es freut mich auch, dass ich auch dich irgendwie damit beeinflussen konnte. Ja. Stand der da drin in dem Post, wenn es so nachhaltig genau, war? Weißt du noch genau welcher? Also es war ein Post, wo du wirklich diese Einstellung, die du hier hast, es gibt eine Karte für jeden. So, das waren recht ausführliche Worte von dir. Ich weiß nicht, ob da gerade irgendwas war, ob du vorher ein Gespräch mit jemandem hattest, aber du hast recht ausführlich geschrieben, dass du findest, dass das Hobby nicht nur für die hohe Preisklasse sein muss, sondern dass da für jeden was dabei ist. Okay, und ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das waren schwarze Seiten mit weißem Text, genau. Nur Text. Genau. Ich finde den raus, ich guck mal, was das war. Ich kann mich vage an etwas erinnern, wo ich mal 6, 7, 8 Seiten Text dazu geschrieben habe, wie man das Hobby auch von der anderen Seite betrachten kann, dass auch jeder Spaß drin hat. Und ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Ich finde es raus, Dennis. Ach, sehr gut, ich bin total zufrieden. Ich glaube, wir brauchen ja nicht so eine große Vorstellungsrunde dieses Mal machen. Sonst stellen sich unsere Gäste halt immer noch mal vor. Ja. Ich glaube, so ganz grob hat man von dir schon mal gehört. Du bist ja durch mich also ins Hobby gekommen. Du bist mein Mentor. Ja, du hast dich sehr gut entwickelt, muss ich sagen, innerhalb kürzester Zeit. Also wirklich auch, du hast auch einen Laden jetzt tatsächlich, ne? Ja, überraschenderweise, weil ich mich so wie ein Pokémon entwickelt habe, habe ich auf jeden Fall auch jetzt einen Laden. Und es ist Deutschlands größter Laden für Sammelkarten, der hierdurch auch durch das Hobby und durch die Liebe, die ich so mit meinem Bruder Ivan auch nach vorne pushe, auch jetzt einfach mal eröffnet habe. Und wie? Der Laden ist in Langenfeld. Wer noch keine Stadt wie Langenfeld kennt, Langenfeld ist Markus, Dennis, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber meines Erachtens nach gibt es europaweit, ich glaube, das ist nicht untertrieben, europaweit keine relevantere Stadt für Sammelkarten als Langenfeld. Ihr könnt mich aber gerne andersrum berichtigen, wenn ihr eine andere, relevantere Stadt kennt. Nee, also da würde ich absolut zustimmen. Nee, würde ich auch zustimmen. Ja. Also das stellt, glaube ich, auch keiner in Frage. Auch einfach nur vom Hintergedanken, weil wir hier auch die Trading Card Shows in Langenfeld schon seit 2009 veranstalten, die halt auch weltweit auch anerkannt sind und die Leute zum Herkommen bewegt.
Ja, aber auch so international gesehen. Ich meine, ich war jetzt noch nicht in vielen Shops im Ausland oder in Amerika, aber auch so im Vergleich, da gibt es vielleicht zwei, drei mehr Shops drüben, Ja. aber auch im Vergleich, glaube ich, dadurch, dass du ja auch natürlich auch relativ irgendwie bekannt im Hobby bist, ist das auch durchaus international, der ein oder andere Gast auch schon bei dir gewesen, in Langenfeld, oder? Oder bei euch? Definitiv, definitiv. Also wir hatten auch jetzt vom Laden betrachtet, im B Brothers Store in Langfeld, wir hatten ja Leute schon aus New York da. Letztens kam einer extra aus Honduras, der gute Rodman BC, auch ein guter Freund aus Amerika, den ich immer dort auf der National treffe. Wir hatten wirklich schon viele internationale Gäste gehabt und für nächsten Monat hat sich sogar einer aus Shanghai angemeldet, Okay. der auch gerne den Shop begutachten wollen würde und uns einfach mal hier in Deutschland treffen will. Mega cool. Also ich muss ja auch sagen, ich kenne ja auch in den USA den einen oder anderen Laden und ich finde, was euch vor allen Dingen unterscheidet zu den Läden, ist eure Liebe zum Detail. Nicht nur was das Repertoire angeht, sondern die Gestaltung des Ganzen. Und diese Ja. Kombo mit Kunst, mit Ivan, ist ja sowieso nochmal was ganz Besonderes, würde ich sagen. Ja. Da muss ich sagen, da sind wir wirklich gesegnet mit zwei schönen Hobbys, die wir auch zum Leben erwecken können. Also ich gerade mit meiner ganzen Kartenschiene. Muss wissen, Ivan war ja genauso damals mit dem Kartengame involviert. Aber vor einigen Jahren hat er da ein bisschen Abstand gewonnen und hat sich mehr seiner Kunst gewidmet. Und das ist einfach super cool. Wir kommen ja eigentlich aus der Gastronomie, dass wir es uns jetzt ermöglichen konnten, endlich unsere zwei Hobbys in eine Räumlichkeit zu packen, die auch viele Leute, die jeden Tag uns hier besuchen, begeistern. Und das ist wirklich ein Ding, was mich und Ivan wirklich, wir sind Herzensmenschen für dieses Hobby, dass das auch alle so begeistern kann. Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung hier. Ja, da habt ihr auf jeden Fall was sehr, sehr Cooles. Ich war ja auch einmal zur Eröffnung, durfte Ja. ich auf jeden Fall am Start sein schon mal. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Habt ihr auf jeden Fall was sehr, sehr Cooles auch gebaut. Vor allen Dingen hat es ja auch viele Schnittpunkte, ne? Also, wenn wir in unseren Podcasts haben, hat jeder auch mindestens ein Bild von deinem Bruder irgendwie im Hintergrund am Ja, Start. Also, das hat auch super viele Schnittpunkte, ja, ja. die. Ja. Ja, dieses Bild im Hintergrund stimmt. Also mein Bruder ist das Coole ist, wir sind im Sportgame drin. Durch meinen Bruder Rick Ross, und es gibt viele Geschichten von ihm, ist auch in dieser Hip-Hop-Welt verwurzelt. Und jetzt seit dem Laden sind wir noch mehr involviert in noch mehr coolere Szenen, auch Hip-Hop-Influencer, Rapper, Sportler. Man ist jetzt noch tiefer verankert und kann noch mehr machen. Deswegen, also ich bin baff, was sich bis jetzt in den 2,5 Monaten seit der Öffnung schon alles ergeben konnte und auch demnächst auch noch wird. Also das ist sehr, sehr viel Bewegung hier drin bei uns. Cool. Kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen sprechen, so was so vielleicht auch Herausforderungen sind, wo du sagst, krass, da passt so ein bisschen was, da hatte ich vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm gehabt, beziehungsweise auch vielleicht schon krasse Dinge, die passiert sind, die du irgendwie nochmal hervorheben kannst, weil die irgendwie super speziell waren. Kann man das irgendwie in kurzer Zeit machen? Genau. Also ich muss sagen, also ich habe mit dem großen Andrang gerechnet und der große Andrang ist immer noch da. Also wenn man vor allem Samstag mal vorbeikommt, Samstag ist sowas von voll bei uns. Und ich finde das auch interessant. Wir müssen natürlich hier 2G plus, nee, 2G-mäßig die Leute checken, wenn sie reinkommen. Und die erste Frage, immer bei jedem Gast, woher kommt ihr? Und auch erst gestern. Gestern war, oder die Tage war es wieder Stuttgart, Dresden. Davor war Leipzig, Hannover, Hamburg, Nürnberg. Die kommen aus der ganzen Welt, aus ganz Deutschland, gerade hier Holland und Frankreich. Das ist wirklich, und wir fragen die, und was macht ihr hier in der Gegend? Wolltet ihr irgendwas erledigen? Nee, wir sind wegen euch hier. Ne? Und das finde ich bewundernswert, wenn die Leute hunderte von Kilometern anreisen, nur um uns besuchen, um den Shop zu besuchen. Und das ist wirklich, wirklich ein Ding, was ich kaum teilweise fassen kann, dass er so ein großer Andrang ist in der Szene. Bei mir ist es so, wenn einer reinkommt, am liebsten würde ich gerne den ganzen Tag mit ihm verbringen, weil jeder hat viele Fragen, jeder will über die Karten reden, wenn er schon mal über hunderte Kilometer anreist. An Tagen wie Samstags zum Beispiel ist immer die Hütte am Brennen, da hat man nicht so viel Zeit für jeden. Und meine größte Herausforderung ist es wirklich mit Ivan, jedem, der reinkommt, auch wirklich gerecht zu werden, auch zeitlich und auch von der ganzen Energie gucken, dass wir die Fragen beantworten. Wir versuchen ja hier in diesem Ort, den wir kreiert haben, die komplette Kultur, die uns umfasst, in einen Laden zu bringen. Das heißt, wir sind nicht nur Sportkarten, wir sind nicht nur Kunst, wir sind auch unterschriebene Memorabilia,
sind auch, gut, das sind auch Karten, aber Pokémon, Yu-Gi-Oh!, die ganze Schiene. Und wir versuchen alles abzudenken. Wir wollen komplett jedes Teil, was uns beeinflusst, abdecken. Und das Problem ist wirklich dieses Jonglieren zwischen, wo ich gerade wirklich das große Problem habe. Du musst Ware ankaufen für Basketball, für Sport, für Fußball, Football, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, das geht auch wild. Dann noch für die kleineren Kiddies. Dann musst du Ware ankaufen von Memorabilia, unterschriebenen Geschichten, weil die auch gut verkauft werden, unterschriebene Bälle. Dann muss ich die ganze Einrahmung bezahlen, die mein Bruder eh jede Woche neu einrahmen lässt für seine Sachen. Hm. Und dann gibt es noch die exquisitere Kundschaft, die sich gerne als Investition mit mir verbinden wollen. Hm. Und da geht es dann vielleicht um 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 Euro, die gerne investiert wollen würden von Sammlern, die vielleicht nicht sammeln, sondern investieren wollen. Hm. Deswegen, wenn ich an so einem guten Umsatztag wie etwa einen guten Samstag Umsatz habe, muss ich überlegen, wo geht das Geld jetzt? Wo kann ich das am besten investieren, um jeder auch diese ganzen Äste, die es so da gibt, Genüge zu kommen? Und bis jetzt kriegen wir das aber gut jongliert und bis jetzt jeder hat schon ist mit dem guten Gefühl rausgegangen oder wird es demnächst von uns definitiv haben. Mhm. Ja, also ich glaube wirklich, die Leute, die den Podcast jetzt hören, ihr kennt den B-Brother Store. Trotzdem verlinken wir natürlich alles nochmal in den Shownotes. Wer noch nicht da war, der Laden ist quasi immer offen. Nicht nur Samstag, sondern Kiki freut sich auch unter der Woche. Ja, definitiv. Wenn man vorbeikommt. Ich selbst war vor circa 2 Wochen, war ich glaube ich da. Genau. Und habe auch, ich war dann so 2-3 Stündchen da, wir haben gequatscht und so weiter und so fort. Und dann in der Zeit waren auch von bis Mutter mit Kind, eigene Sammler, ja. Leute, die viel ausgeben wollten, die wenig ausgeben wollten. Ja, ja. Also eine ganz interessante, bunte Mischung, wirklich sehr, sehr angenehm. Ja. Es ist wirklich, danke, ich muss auch nochmal danke sagen, dass ihr überhaupt so einen Laden aufgemacht habt. Also das ist ja auch wirklich ein Arsch voll Arbeit. Ich habe es ja auch im Vorfeld mitbekommen, was da so los war, also dass ihr das auf euch genommen habt, ist also Hut ab. Ja, danke dir dafür. Da muss ich sagen, ich bin ja wirklich gut verwickelt in dieser ganzen Szene, in den ganzen Hobby. Verwickelt ist das richtige Wort, glaube ich. Ne? Auch durch die ganzen Messen, die wir auch hier veranstalten. Und ein Ort, der wirklich viel besucht wurde, jede Woche, war meine Wohnung. Mhm. Die Sammler kommen wirklich und das war so ein Ding. Jede Woche kamen wirklich 2-3 Leute mich besuchen, Kiki, kann ich mal bei dir vorbeikommen, ich habe ein paar Fragen und das und das. Ich meine, kein Thema, komm rum. Im Endeffekt war das doch schon ein bisschen zu viel geworden. Mhm. Und dann kam die jetzige Situation, Corona und so, und da hat man sich ein paar Gedanken gemacht. Dann haben wir gedacht, warum machen wir eigentlich nicht diesen einen Ort? Diesen einen Ort für das Hobby, weil wir ihn einfach nicht haben. Es gibt diese Messen, diese Tauschtreffen, aber die, auch wenn die 2-3 Mal vielleicht im Jahr passieren, ist es trotzdem zu wenig. Und die Community ist durstig nach wieder rausgehen, Leute treffen und einfach nicht, dass man alleine ist. Diese Sammeln verbindet Leute und das wird komplett hier wiedergespiegelt, wenn die Leute kommen. Die Leute, das haben wir gestern mehrmals wieder gehört, das hat gesagt, dass die Leute sind dankbar, dass wir diesen Ort eröffnet haben oder kreiert haben. Weil der war wirklich dringend notwendig. Und ich muss auch noch kurz was sagen zur Frage davor mit dem Jonglieren. Mhm. Wie ich das versuche. Meine Mutter meint es immer sehr, sehr gut mit uns. Sie kommt immer jeden Morgen mit Brötchen, weil sie weiß, wir schaffen es nicht zu essen, weil, wie du schon gesagt hast, jeden Tag, auch Wochentag, Montag bis Freitag ist die Action da. Mhm. Meine Mutter bringt uns immer belegte Brötchen, dass wir die zwischendurch essen können. Aber wir haben keine Zeit. Wir haben leider keine Zeit, diese zu verköstigen, mhm. weil nonstop sind Leute bei uns im Laden und du willst natürlich jetzt nicht vor den Leuten so ein Brötchen wegkauen. Ne, deswegen, wie du schon sagst, auch wochentags ist halt sehr, sehr viel los bei uns. Ne? Ja. Ich würde jetzt mal ganz ungeschickt überleiten zu deiner eigenen Sammlung sozusagen und zu deinem Lieblingsspieler, Kobe Bryant, wo ja leider der 26. Januar ein sehr trauriger Tag in der Basketball-Sport-Weltgeschichte aus meiner Sicht ist. Ich würde jetzt aber mal diese Folge jetzt, ich würde da jetzt keine Trauerfolge draus machen wollen, sondern
wir wollen uns ja gut an den feinen Herrn Bryant erinnern. Ja. Was hat dich denn damals fasziniert, inspiriert, überhaupt mit Kobe Bryant anzufangen, ihn zu sammeln? Genau. Bei mir war das so, damals Mitte der 90er Jahre habe ich eigentlich noch Fußball gespielt. Für den VfB Langenfeld. Oh. Fußball, da war ich immer, ich weiß nicht, ich glaube Abwehrspieler oder so. Nicht besonders gut, aber ich habe immer Mühe. Okay. Und auf jeden Fall, dann als wir in die Realschule gingen, ich und mein Bruder damals, war Basketball eigentlich so ein Thema. Wir hatten Körbe auf dem Schulhof, man hat damals ein bisschen geworfen. Und irgendwie war das auch damals cooler. Früher gab es immer so coole Starterjacken. Früher lief Grant Hill im Fernsehen, Fila, Sprite. Das war einfach so eine coolere Geschichte. Ne? Und gerade die Freunde von uns, die meinen auch Basketball voll cool und so. Und da haben wir einfach gesagt, komm, wir treffen die Körbe eigentlich recht gut. Ich und mein Bruder auf dem Schulhof. Und da haben wir gesagt, komm, dann gucken wir mal, wie es beim Basketballtraining auch läuft. Mhm. Und dann haben wir uns einfach mal hier in den Langfelder SG Langfeld Verein eingeschrieben. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich, wenn man dann 11, 12 Jahre ist, dann hat man so seine Idole, die man so zwischendurch mal aufschnappt. Und damals, auf DSF damals noch, ne, lief halt immer, was waren das, die Top 10. Und da war ein junger Mann, der ziemlich oft vorkam. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war da sehr, sehr oft in der Top 10 wegen seinen Dunks. Mhm. Das war ein sehr junger Kobe Bryant, damals 17, 18 Jahre alt. Und den fand ich immer cool. Der war irgendwie so ein cooler Typ und ich weiß ja noch, ich hatte mir damals auch die Bravo Sport geholt, da war auch so ein cooler Bericht über Kobe, der wirkt richtig cool und da war ein guter Bericht und den muss ich auch noch mal rausgraben, nochmal komplett, weil den habe ich auch noch im Original. Mhm. Aber einfach die komplette Berichterstattung, die es damals von Kobe gab und das Visuelle, was man sich so anschauen konnte, hat mich irgendwie denken lassen, dass das ein sehr, sehr besonderer Spieler ist, der mir gefällt. Und dann, wie gesagt, alles mit Basketball war cool. Und hier am Kiosk, 10 Meter weg von unserem B-Brother Store übrigens, gab es ein, oder gibt es immer noch denselben Kiosk, und da gab es Sammelkarten zu kaufen. Ne? Von Upper Deck Collector's Choice 97, 98. Mhm. Vielleicht waren die 2 Mark oder so. Wir reden ja noch in Mark. Und wenn ich mich nicht täusche, war in einem der ersten Päckchen, die ich mir überhaupt geholt habe, eine Karte drin von diesem gewissen Kobe Bryant. Und ich dachte mir, boah, das ist der Typ. Und die Karte sieht so cool aus und man sieht, wie er in der Zone rumfliegt gegen Marcus Camby und die Toronto Raptors. Rückseite hat er ein cooles Bild, wie er gerade interviewt wird. Und ich meinte, der Typ, der gefällt mir. Ne? Und der eigentliche Feuer, das eigentliche Feuer, was richtig losging, ich hatte damals meinem Onkel, der einen Bruder in Boston hatte. Ich wusste ja gar nicht, Boston oder LA-Rivalität, habe ich keine Ahnung von gehabt. Und mein Bruder, mein Onkel, ich habe den, der hat mich besucht und meinte, ja, der geht nächste Woche seinen Onkel, seinen Bruder in Boston besuchen. Ich habe dir gesagt, ey, kannst du mir vielleicht ein Trikot von diesem Spieler hier mitbringen? Der ist bestimmt beliebt in Boston. Und ich hatte ihm meine Karte mitgegeben. Okay. Weil wir hatten jetzt kein Handy oder sowas. Ich konnte auch im Zettel schreiben. Ich habe gesagt, guck mal, hier ist die Karte. Das war meine erste Karte. Die war schon im ersten Jahr meines Sammels eigentlich in Boston. Das habe ich eigentlich noch nie erzählt. Okay. War im ersten Jahr wirklich in Boston gewesen und wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und ich habe die ihm gegeben. Und dann ging er nach Boston mit der Karte. Hat es wirklich geschafft, ein lilanes Champion-Trikot in Größe 48 von Kobe Bryant mit der Nummer 8 in Boston zu finden. Und das hat mir das dann rübergebracht, mir geschenkt. Und das war immer noch so ein Highlight für mich. Ich habe ein Trikot von dem. Und das war der Grundstein, wo ich gesagt habe, jetzt hält mich nichts, diesen Spieler besonders gut zu finden. Das. Und hast du dann auch kontinuierlich seine Spiele verfolgt, so wie es halt natürlich ging? Irgendwie? So wie es ging. Also damals gab es nicht viele Lakers-Spiele Ende der 90er Jahre im DSF, weil ich erinnere mich ganz, ganz früh, wir konnten vor allem nicht so lange aufbleiben. Für mich war das wirklich ganz wichtig. Jeden Morgen habe ich Videotext geguckt, wo ich aufstand. Wir hatten kein Internet, sowas gab es nicht, keine Handys und so. Und ich und mein Bruder, wir haben jeden Tag Videotext geguckt auf DSF, irgendwas mit 331 war die Nummer. Und da stand immer, wer gewonnen hat und wer Topscorer war. Und, so. Und da habe ich immer gesehen, Kobe Bryant, 20 Punkte und so. Das fand ich immer cool. Anfang 2000 war das dann so, dass wir Premiere hatten zu Hause. Mhm.
Und das war ja schon die Zeit, wo die schon die Meisterschaft gewonnen haben. Und die liefen dann schon öfter. Und ich erinnere mich wirklich, dass wir sehr oft mit 15, 16 Jahren mit meinen Eltern und auch die Basketballspiele geguckt haben. Mein Vater hat auch seinen Lieblingsspieler gehabt. Das war immer Fischer. Ja, ach guck. Derek Fischer war der Lieblingsspieler von meinem Vater. Und ich glaube, auch mein Vater konnte sich den Namen immer gut merken. Der redet immer Fischer. Also den Namen kennt er heute noch. Ne? Und er hat immer coolen Dreier geworfen mit der linken Hand. Mhm. Und das war eigentlich so der Anfang. Die ersten Jahre habe ich kaum was von Kobe gesehen, außer die Top 10. Und ab 2000, als es Premiere gab, konnten wir uns endlich mal die ersten Spiele live angucken. Und das war halt die Phase, wo es bei mir mit Kobe richtig anfing. Mit Karten und so. Ich habe halt auf dem Schulhof getauscht. Auf dem Schulhof war eine harte Zeit. Wir haben uns, ich muss das so noch kurz sagen, gestern war eine coole Geschichte hier, Mobby. Hier im Store passiert. Der Tim war da. Tim war ein Schulfreund von uns, der uns jetzt seit 10 Jahren mal wieder hier, dass wir den gesehen haben. Und er kommt in den Laden rein und meint, Kiki, Ivan, krasser Laden. Und dann sagt er mir, Kiki, weißt du noch die Geschichte mit Jason Kidd-Unterschrift? Meint ich, nee, was denn? Ihr Penner, ihr habt mir eine Jason Kidd-Unterschrift auf dem Schulhof gegeben, wo wir selber irgendwie die Unterschrift selber so mit Edding draufgeschrieben haben und gesagt haben, Tim, das ist der richtige Unterschrift. Ne? Und der hat gesagt, der hat die noch irgendwo zu Hause und der will die mir in der nächsten Woche auch hier rüberbringen zum Umgucken. Deswegen, es war schon sehr aktiv, jeder hat gesammelt. Die würde ich aber erstmal graden lassen. Du. Ja, und da muss man aber kurz sagen, auch wenn ich kurz abschweife, wir hatten denselben Fall von unserem guten Freund Philipp, weil Philipp hatte damals eine Presspass-Unterschrift von Charles Smith gehabt, hat gesagt, er hat die gezogen. Wir dachten, das ist die Originale, aber der hat eine Basecard von Charles Smith gehabt, wo er auch nur den Edding drauf gemacht hat. Das war so damals die Schulhofregeln. Weißt du, wir konnten machen, was wir wollen, weil wir kein Internet hatten. Don't try this at home. Ja. Dann seid ihr relativ schnell in allen Instagram-Stories, dass ihr das gemacht habt. Also ja. Das war früher so, heute nicht mehr. Aber ich fand das so witzig, wo der Tim mir das gesagt hat. Und ich erinnere mich daran noch vage. Und ich poste es safe demnächst in der Story oder als Post. Die erste gefälschte Karte, die aus unserer Hand rausging, kriegen wir demnächst visuell zu sehen. Die erste bedeutet, danach kamen natürlich noch viele andere. Ne? Also. Ja, man weiß nie. Meine Hände sind immer noch weiß. Ja, deswegen hast du auch einen Handschuh an, mein Freund. Eine. Also, das ist ja völlig klar. Bei mir war es wirklich der ganz, ganz große Knall, war bei der ersten Sammelkartenshow in Köln-Mülheim gewesen. Mhm. In Köln-Mülheim im Jahre 2000, 2001 gab es die erste Sammelkartenshow. Ich habe davon Wind bekommen, weil es in Düsseldorf Peekaboo, so ein Sammelkartenladen, den ich gerade noch nicht erwähnt habe, jeden Samstag einen Sammelkartentreff gab. Und das war der erste Sammelkartenstore, wo ich schon jemals drin war. Und das war für uns eine Weltreise, jeden Samstag nach Düsseldorf mit dem Zug, mit dem Bus. Und dann haben wir das erste Mal Sammler getroffen. Und die haben uns gesagt, Kiki, Ivan, da ist eine Show, eine richtig große Show. Und das war so das Ding, dass wir uns da mit meinem Vater hinfahren ließen. Mein Vater hat uns dahin begleitet. Ich weiß noch genau, ich hatte 83 verschiedene Kobe Bryant-Karten an dem Tag bekommen. 83. Das waren jetzt keine wertvollen Karten, das waren Base-Karten und Insert-Karten, aber schon so 2-3 Euro pro Karte war das schon. Und man hat sich so halt das ganze Taschengeld mitgenommen, hat man sich schon ein bisschen was gegönnt oder auch ertradet, ganz wichtig. Und ein großer Punkt in unserer Sammelkarriere war, als mein Vater und ich und Ivan durch die Gänge ging und wir kannten das Beckett, das Preisbuch damals, und wir haben bestimmte Karten gesehen oder Objekte, die wir so noch nie live gesehen haben, und wir waren ganz euphorisch, Ivan, guck mal das, boah, Kiki, guck mal, wie krass ist das denn? Boah, guck mal die Karte da. Was passiert war, mein Vater hat sich alles gemerkt, er hat uns da von dieser Show direkt nur ein paar Sachen gekauft, aber nichts so Großes, er hat sich alles gemerkt, was er sich merken konnte, hat uns nach Hause gefahren, ist zurückgefahren nach Köln-Mülheim und ging wieder zu den Verkäufern hin und hat gesagt, da, wo meine Jungs ausgerastet sind, die Karten nimmt er mit. Oder auch die Objekte. Und wir reden über ein Michael Jordan unterschriebenes Trikot vom Jahre 98, ein Kobe Bryant unterschriebenes Trikot vom Jahre 98, ne? Unterschriebenen Ball von Los Angeles Lakers, komplett mit Shaquille O'Neal, Kobe. Insgesamt 5 verschiedene Karten. Darunter die wichtigste Karte in meiner heutigen Komplettsammlung. Nicht nur Kobe, sondern Komplettsammlung.
Das ist nämlich die allererste zertifizierte Unterschrift, die Kobe Bryant jemals in seiner Karriere getätigt hat für eine Firma. Das ist nämlich die 96er Scoreboard, Unterschrift nummeriert 1 von 325. Die ist wichtig, die waren geschenkt von meinen Eltern. Und die ist noch wichtiger, weil das ist sogar die Nummer 1, also 001. Es gibt keine 000, es ist nämlich die Nummer 1 und die ist in meinem Besitz. Und das ist so krass, dass das ein Grundstein war für die komplette Sammlung, wie es weitergeht. Und das war sogar ein Geschenk von meinen Eltern, dass sich das so ergeben hat, muss Schicksal gewesen sein. Krass. Ja. Das ist eine Story. Also, Wahnsinnsgeschichte. Hut ab vor deinem Dad. Ja. Der, also, das ist ja wirklich sehr großes Kino, was er dann da abgeliefert hat. Ja. Du hast ja jetzt gerade, da hattest du dann 83 Karten da irgendwie an einem Tag geschossen. Ja. Wie groß ist die Sammlung jetzt so über den Daumen gepeilt? Über den Daumen gepeilt liegen wir bei 5.500 Karten. Mhm. Plus, minus über den Daumen. Ich muss mal wieder so eine genaue Zählung machen, weil in den letzten Monaten habe ich noch mehr, teilweise paar neue Lots noch aufgekauft von Karten, die mir noch fehlten, mhm, um da noch ein bisschen mehr Gas zu geben. Aber schon so um die 5.5. Da liegen wir schon so. Plus Trikot, plus XY. Natürlich. Die Trikots, man muss auch damals wissen, dass das erste Trikot aus Boston, das war ja nur der Grundstein. Die Schuhe, jeder Schuhpaar von Kobe Bryant, was er rausgebracht hat, die hatte ich auf den Schuhen. Kicks, damals schon, habe ich komplett, ich war beim Training komplett gelbes Oberteil, gelbe Shirts, Lakers. Und die gucken schon, was ist der Kick. Was kicke ich für einen Penner, der trägt die ganze Zeit deine Kobe-Sachen. Ja, aber mir hat so viel Spaß gemacht, immer diese ganzen Kobe-Sachen auch zu tragen. Und ich habe die Schuhe habe ich komplett durchgespielt. Die hatten keine Sohle mehr. Ich habe die so lange angehabt, bis die Sohle platt war. Ne? Und auch, Markus, wie du schon gesagt hast, also ich habe wirklich die Schuhe, ich habe jedes Poster von Kobe gesammelt, jeden Zeitungsartikel, ganz wichtig. Eigentlich hat es noch nicht mal mit Karten angefangen. Es hat mit einer Fanliebe angefangen. Zeitungsartikel, Bravo Sport, Basket und wie die alle heißen. Und ich hab mir so ein Album kreiert, wo ich alles rausgeschnitten habe, alles auf Seiten geklebt. Und das habe ich immer noch. Also das ist wirklich so der Ursprung ist eigentlich alles, was Kobe, wo Kobe drauf ist, muss ich haben. Und das zieht sich bis heute immer noch weiter. Ja, krass. Ja, das ist ja also auch nicht nur die Sammlung, sondern du bist ja dann, wo wir auch jetzt bei Kobe sind, du bist ja auch hingeflogen teilweise, ne, nach L.A. dann irgendwann auch. Und genau. Das Spiel angeschaut. Und das ist für mich halt wichtig. Es geht nicht nur um Karten. Es geht um das komplette Package. Genauso auch, wie es hier in diesem Store gerade, im Bierbau-Store, nicht um Karten geht. Es geht um das komplette Package, was es verkörpert. Und bei mir ist es so, leider bin ich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Und es war mir über die Jahre nicht möglich. Es war mir einfach nicht körperlich möglich oder auch vom Mut, da jetzt einfach zu sagen, ich fliege jetzt mal nach Amerika. Mhm. Es gibt diesen Spruch, besser spät als nie. Mhm. Ne? Es gab verschiedene Sachen, es gab verschiedene Aktionen, wo ich ihn schon hätte treffen können, vorher schon, oder spielen live gesehen hätten. Ich erinnere mich an das Jahr 2004, Köln Arena. Mhm. Er sollte nämlich für Team USA spielen, gegen Deutschland und gegen Italien. Er war nämlich erstmal im Kader. Dann hat er gesagt, er wird leider nicht für Team USA spielen, mit LeBron James und so weiter, weil er heiraten wird in dem Sommer. Und da war ich gleich traurig, weil das wäre die erste Möglichkeit gewesen, wo ich ihn hätte sehen können, ohne nach Amerika zu fliegen. Mhm. Dann vergingen ein paar Jahre. Ich wurde leider ein bisschen krank mit, vielleicht kennst du ein paar, ich habe die Krankheit, die heißt Multiple Sklerose. Deswegen manchmal, wenn ihr mich mit Krücken seht, das ist eigentlich der Hauptgrund. Und auf jeden Fall geht es ein bisschen in die falsche Richtung. Trotzdem, 2016 hat Kobe sein letztes Jahr verkündet. Ne? Er hat sein letztes Jahr verkündet und bis dahin habe ich ihn noch nie live spielen gesehen. Ich habe ihn schon mal live getroffen. Ich wurde damals nämlich für einen großen Fußballverein als Praktikant eingeschleust. Ich will jetzt den Namen nicht nennen. Und da wurde ich mit einem großen Freund, er hat mir das ermöglicht, wo Kobe da war, hat er gesagt, Kiki, Kobe ist da, du musst in 10 Minuten da sein. Ich meine, okay, ich bin jetzt 10 Minuten da, obwohl ich bei der Arbeit war. Das war im Jahre 2010. Und dann hat er mich angerufen, Kobe war dort privat am Trainieren mit seinen Jungs. Und da wurde ich 1:1 wirklich als Praktikant eingeschleust.
Und ich war direkt neben ihm. Ich durfte mich aber nicht zur Erkennung geben. Ich durfte mich wirklich nicht zur Erkennung geben, wer ich bin. Und ich bin da schon, ich hatte so ein Herzrasen, wo er da vor mir stand. Das war wie im Film. Weil sowas kannst du nicht kaufen in diesem Moment. Mhm. Und glücklicherweise hatte ich ein paar Sachen dabei zum Unterschreiben. Und da hatte er Tatsache so einen Tresen gehabt, wo er ein paar Sachen unterschreiben kann. Hat er auch gemacht. Und darunter war mein Supercollector-Artikel von 2007. Mhm. Ich bin jetzt ein bisschen umherreden. Also ich wurde mal zu ihm eingeschleust. Ich wurde mal zu ihm eingeschleust. Es ist gut gelaufen. Auch für meinen Kollegen, der dort angestellt ist, alles gut gelaufen. Job nicht verloren. Ich habe, er war 10 Zentimeter vor mir. Ich durfte seine Luft atmen. Und er hat, für mich ist eh die größte Ehrung auch dieses Supercollector-Artikel. Da komme ich jetzt gleich noch dazu. Kubi hat ihn unterschrieben. Und das war so die erste Möglichkeit, wo ich wirklich nahe an Kubi war, ja. Um zurückzukommen zum Jahre 2016. Drehvogt. Mhm. Drehvogt von der Five. Wer kennt ihn nicht? Auch gut bekannt in der Szene. Hatte damals für die Five so einen Hardcore-Trip geplant. Ein Hardcore-Trip, womit man dann nach L.A. fliegt, nach New York fliegt und ganz viele Spiele guckt. Ne? Ich habe wieder auch gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen diesen Hardcore-Trip. Wir wollen Kobi noch mal einmal live spielen sehen. Wer weiß, wie lange er spielt. Und wir haben das einfach mal durchgezogen. Mhm. Und glücklicherweise haben wir uns, während wir die Spiele, das war in Boston, das war in New York und von New York wären wir dann nach L.A. geflogen. Mhm. Und ich glaube, das war ein Plan von 14 Tagen und in den 14 Tagen gucken wir uns 11 Spiele an. Das war wirklich Power pur. Mhm. Das erste Spiel am 30.12., das war Ende Dezember, Anfang Januar, das erste Spiel am 30.12. war Los Angeles Lakers gegen Boston Celtics in Boston. Geil. Die Spiele wurden bekannt gegeben. Ich und mein Bruder haben uns parallel aber Tickets noch geholt über die Ticketportale, mhm, für dieses erste Spiel, wo Kobe in Boston spielt, zweite Reihe Game Floor. Also wirklich unten. Ne? Und so war das auch passiert. Wir haben uns die Tickets geholt, die waren recht teuer. 3 Tage nach dem Ticketkauf verkündet Kobe seine letzte Saison. Mhm. Wir haben die Ticketpreise danach geguckt. Wir haben, ich glaube, pro Ticket $800 pro Ticket bezahlt, was schon viel war. Mhm. Das Ticket danach war, glaube ich, $5,000 oder $6,000. Mhm. Und das war erst die Tage danach. Aber das war das letzte Spiel, was Kobe jemals in Boston gespielt hat. Ich und mein Bruder, für uns war es das erste Spiel ever, was wir live von einem NBA-Spiel gesehen haben, mhm, in Amerika. Und das war von Kobe. Und obwohl ganz Boston ihn hasst, hatte er so einen Respekt in ganz Boston bekommen. Und das war Gänsehaut. Das war für mich komplett Reizüberflutung. Das war vielleicht schon ein bisschen für mich zu viel, dieses erste Spiel in Boston in dieser Konstellation zu sehen, mit den besten Plätzen, wo ich jemals saß in einem NBA-Stadion. Mhm. Das war schon zu heftig. Deswegen kann ich das niemandem direkt empfehlen, das erste Einsteigerspiel, so ein relevantes Spiel anzugucken, mhm, und dann noch in so krassen Plätzen, wo du Und da habe ich zu spät gecheckt. Vanessa Bryant und die Kinder, die Töchter, die sind 3-mal an mir vorbeigelaufen. Und ich war so, ich habe erst, während sie bei mir vorbeilief, gecheckt, dass sie das war. Vanessa Bryant, die Frau von Kobe Bryant, ne, die läuft einfach mit den Kindern links und rechts und links und rechts. Und ich bin aber nur später am Checken. Und das war einfach, neben dir saß irgendein Footballer von den Patriots. Da saß da hinten, glaube ich, echt ein Kutscher oder irgendwie sowas. Erste Reihe war schon überladen. Ne? Und dann ich und Ivan, keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind und wir chillen unser Leben. Und das Coole ist, das war einfach dieser Moment. Und was wir danach auch gemacht haben, die Lakers waren 3-mal in diesem Programm. 3-mal. Wir sind dann nach New York, haben uns Atlanta Hawks mit Schröder angeguckt gegen New York. Supergeiles Spiel. Ein paar Tage später, erstes Spiel in L.A., Utah gegen Lakers und noch heftiger OKC gegen Lakers. Kevin Durant, Russell Westbrook, die Jungs. Ne? Und das war echt krass. Und Kobe hat da, glaube ich, übertrieben viele Punkte gemacht.
Und das sind einfach diese persönlichen Sachen, die du über dieses Kartending, über dieses Hobby nicht direkt kriegst. Du kommst schon ziemlich nah dran an die ganze Materie. Aber wenn du dir mal so ein Spiel live anguckst, deinen Lieblingsspieler mal live reinziehst, dann weißt du erst, was wirklich abgeht und dass das das Richtige ist, dass du genau ihn sammelst. Und du hast ja jetzt auch gerade von einem Spiel gesagt, wo Kobe schon viele Punkte gemacht hat. Du warst auch bei Kobes letzten Spiel. Genau. Erzähl mal kurz was zu dem Trip und diesem Erlebnis. Also das war ja schon vorm Fernseher, war man ja schon völlig durcheinander. Ja, ich muss sagen, Dennis, also wirklich bei Kobe, ich rede gerade so viel durcheinander, aber ich könnte so viele Sachen jetzt gerade erzählen. Erzähl. Wir kommen jetzt aber erstmal zum letzten Spiel. Wie gesagt, für mich war es eine Phase, wenn ich jetzt, wann dann, wir müssen uns Kobis Spiele angucken. Gesundheitlich war ich immer noch nicht so fit, aber ich habe gesagt, komm, wir machen jetzt diesen Hardcore-Trip. Und dann habe ich wirklich Blut geleckt. Man kann wirklich sagen, man kann Blut lecken. Und das habe ich durchgezogen. Auch das Coole ist, ich habe gerade eine Cappy auf dem Kopf. Und die Cappy ist sogar von Boston. Die habe ich mir in Boston gekauft. Das ist nämlich eine Los Angeles Lakers Mütze. Ich habe nämlich auf die Cappy noch eingravieren lassen, das Datum von dem Spiel. Mhm. Und diese Cappy war mir sehr relevant, weil ich habe sie in Boston gekauft, genauso wie mein Trikot damals, was mir damals mitgebracht hat. Deswegen ist Kobe und Boston für mich schon eine sehr relevante Situation gewesen. Und ich hatte Blut geleckt. Und als Kobe dann gesagt hat, er hat sein letztes Spiel, am 13.11.2016, war das für mich, am 13.04.2016, war das für mich so, warum fliege ich da eigentlich auch nicht rüber? Ja? Und ich habe es einfach mal gemacht. Ich wollte dahin fliegen. Ich mit meinem Bruder, mein Bruder ist nicht mitgeflogen, genau. Das war auch so ein Abfucker. Ivan konnte nicht fliegen, weil er hatte damals die Freundin und die waren in Tokio. Die waren auf der anderen Seite der Erde in Tokio. Und ich war auf der anderen Seite der Welt. Wir waren noch nie so weit beieinander weg, ich und Ivan. Und Ivan in Tokio und ich in Los Angeles. Das ist so eine kranke Geschichte gewesen. Und auf jeden Fall, ich bin dann mit ein paar Freunden nach Los Angeles geflogen. Tickets waren sehr teuer. Und ich habe mir wirklich auch viele Gedanken gemacht, wenn ich schon dort bin, will ich nicht unter der Hallendecke sein. Das billigste Ticket unter der Hallendecke war 800, 900 Euro gewesen. Ich will das nicht. Ich will, wenn... dann will ich wirklich unten irgendwo sitzen, Unterrang, so gut wie möglich. Das Problem ist, ganz Hollywood war da, die ganze Welt war da. Jeder NBA-Teamkollege von Kobe war da. Ne? Jeder, der irgendwas zu sagen hatte, war da. Und die Ticketpreise waren schon sehr teuer. Also erste Reihe waren ungefähr 25.000 Euro, Dollar gewesen. Und ich habe mir damals wirklich gedacht, durch eine Kobe-Karte verkaufen, ich hatte schon ein paar damals im Köcher, die schon so viel wert waren, durch eine verkaufen und mir einfach diesen Trip wirklich vom Feinsten gönnen, erste Reihe. Habe gedacht, nee, noch nicht. Aber ich habe mir gute Tickets geholt. Ich war nämlich schräg hinterm Korb. Das war nämlich da am Tunnel, da wo der rauskommt und wo der das letzte Mal die Halle verlässt. Da war ich in der Reihe 17. Ne? Und ich war mit 5 Freunden da. Und wir hatten Tickets für das Spiel gewesen. Gehabt und die auch einfach nur dabei sein wollten, die waren wirklich unter der Hallendecke für die 800-Euro-Plätze, aber ich wollte mir wirklich vom Feinsten ein Ticket gönnen. Ich habe mir für 2.000 Dollar so ein Ticket geholt, was auch sehr teuer war, aber ich habe mir so viele Tage davor ja schon Panik geschoben. Ich brauche das beste Ticket unten für den günstigsten Preis unten und das war wirklich knapp 2.000 Dollar. Und die konnte ich mir dann noch zusammenkratzen, habe ich mir ein Ticket geholt. Und so war das auch passiert. Wir sind nach L.A. geflogen, die ganze Stadt war wild. Kobe überall, Kobe auf jedem Plakat. Diese Energie, die da in der Stadt herrschte, diese Leute, ich meine, Kobe und L.A., Dennis, das wirst du selber wissen, das ist eine eigene Energie. Kobe steht für L.A. wie kein anderer Sportler. Wie Kiki in Langenfeld, ey. Genau, weil man muss wissen, Dennis hat ja auch jahrelang in Los Angeles gelebt auch. Und für mich war das einfach so wirklich sowas von krass, dort zu sein und mir einfach diesen Trip zu gönnen. Und wo du schon reinkamst, du kriegst es, was haben wir bekommen? Genau, wir haben so eine Kette bekommen, so einen Schlüsselanhänger mit so Last Game, noch irgendwie so ein Schal, noch irgendwelche Sachen. Ich habe mir alles
habe ich immer noch. Genau, so ein Album haben wir bekommen. Album. Okay. Und da sind Sachen, die würde ich nie so auspacken oder irgendwie, die liegen immer bei mir noch dargestellt. Und jedes Teil von diesem Spiel hat mich so gecatcht. Und das war das Ding, wo Kobe gesagt hat, er spielt sein letztes Spiel. Und jetzt kommt der Clou. Links neben mir saß ein Typ aus Mexiko. Rechts neben mir saß ein Typ aus Australien. Daneben irgendeiner aus China. Die ganze Welt war da. Die ganze Welt war da. Ich komme als Einzelperson ganz unten rein. Mhm. Und du kannst das gar nicht realisieren. Du guckst unten. Unten sitzt einfach nur The Weeknd. Mit wem war der? Mit dem einen Model zusammen. Ich glaube, Bella Hadid oder so, wie die hieß. Ne? Mhm. Unten saß einfach nur The Weeknd mit Bella Hadid. Kurz daneben sitzt Jay-Z, sitzt Kanye West. Links siehst du so Jack Nicholson, Snoop Dogg. Du guckst so, wo bist du gerade hier gelandet? Leonardo DiCaprio, alle waren da. Und unten, Unterrang, bist du auch irgendwo am Chillen. Ne? Ich guck so, wer ist hier jetzt jemand in der direkten Nähe, den ich abgreifen kann für so ein Foto oder so. Das war zu heftig. Und dann unten läuft Shaquille O'Neal rum. Da siehst du die Frau Vanessa Bryant und so. Das war wirklich krass. Und alleine dieses Star-Ensemble zu sehen, das hat mich schon gecatcht. Ne? Einfach nur so, und ich weiß, ich habe mich nämlich informiert, welches Ticket wie viel gekostet hat. Und ich weiß, wer die $25.000 Tickets gekauft hat, Mittellinie, Mitte. Mhm. Das war wirklich The Weeknd mit dieser Hadid. Mhm. Der hat es genommen. Das war auf deinem Plan. Ne? Und auf jeden Fall, das letzte Spiel war gegen Utah. Es fängt an, langsam, Kobe macht ein paar Punkte und es wird schneller. Kobe macht mehr Punkte. Ich habe mich so rausgebrüllt. Kobe. Weil der Typ macht einfach, gut, ich glaube, die meisten werden es wissen, es war das wichtigste Spiel oder das heftigste Spiel, was einer von Kobes Größe oder generell in jeder Sportart jemals zur Verabschiedung gemacht hatte. Mhm. Kobe hat einfach mal in den letzten 2 Minuten einen 10-Punkte-Rückstand aufgeholt, alleine. Und das waren sogar gedeckte Würfe. Guckt euch die letzten 2 Minuten auf YouTube an oder die letzten 3 Minuten. Verlinken wir, auf jeden Fall. Link da bitte. Und Kobe macht einfach nur so 60 Punkte. Und das war wirklich etwas, was ich gar nicht gecheckt habe, wie 60 Punkte im letzten Spiel. Weil es ist einfach menschlich nicht machbar, was er da gemacht hat. Mhm. Ne? Und das war einfach so, das war sowas von krass gewesen als Erlebnis, dass ein Spieler wirklich alles, was er noch hatte, in seinen Körper in letztes Spiel reingeworfen hat. Mhm. Und der sowas von durchgeballert. Und da muss ich auch sagen, Kobe war eine Sache, die ich damals in diesem Trip hatte. Kobe war die Hauptfigur. Mhm. Ein paar Tage davor habe ich das erste Mal Mickey Mouse getroffen in Los Angeles, in Anaheim. Und ich muss sagen, ich ging sogar ein bisschen heftiger ab, wo ich Mickey Mouse die Hand geschüttelt habe in Anaheim, als ein bisschen bei Kobe, weil ich bin länger Mickey Mouse Fan als Kobe Fan, muss ich auch sagen, schon als Kleinkind. Also Kobe war natürlich der Hauptaspekt, Mickey Mouse kam dazu und auch, wir werden ihn alle kennen, das ganze Hobby, für mich nämlich auch eine große relevante Figur im kompletten Hobby weltweit gesehen. Es ist nämlich was passiert in der Halbzeit in der Halbzeit. Ich hatte nämlich eine Verabredung. Es gab nämlich eine Personalie, die ich auch treffen musste in LA, weil ich wusste, er ist auch dort. Er ist nämlich aus Paris geflogen. Und es ist der gute Spinotron. Spinotron, weltweit bekannter Sammler. Einer, der keine krassen Karten hat, er hat Traumkarten. Also wirklich, auch seine Berichte, folgt ihm bitte alle. Auch bitte Community, ja, Dennis, verlinkt ihn. Notiert, mein Freund. Spinotron ist ganz wichtig im Hobby und er hat mich damals schon geflasht, schon im Jahre 2016. Er hat die besten Karten in der besten Nummerierung, in der besten Ausführung, die es überhaupt gibt. Von jedem Sport, von jedem Event, wenn irgendwas ist, er wird sie posten. Für mich war es krass. Ich habe mir nämlich schon meine Gedanken gemacht, wenn ich nach LA gehe, was ziehe ich an? Wie sieht mein Outfit aus? Und ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht, wie ich mir immer Gedanken mache im Hobby. Ich war mir sicher, ich werde weder Kobe treffen, weder Phil Jackson treffen, weder Shaquille O'Neal treffen. Ich treffe aber definitiv Spinotron, den guten Dingyo. Und das war so, ich habe ihn in der Halbzeit getroffen, das erste Mal. Übrigens, für ihn war es auch eine Ehre, mich zu treffen, weil er hat auch eine große Anerkennung zu meiner Kobe-Bryant-Sammlung schon damals gehabt. Hm. Deswegen war es für ihn auch ein großes Ding, auch mich dort zu treffen. Das ist so auf Augenhöhe. Ne? Hm.
Und das war für uns wirklich was Besonderes, dass wir diesen Moment teilen konnten mit dem Spieler, den wir beide sehr, sehr verehren. Mhm. Deswegen, den Typen, den ich treffen konnte, bat ich in der Halbzeit schon nach unserem Foto, ob er mir noch bitte das Kobis letzte Spielticket signieren könnte. Mhm. Hat er gemacht, damit ich eine fette Erinnerung vom heftigsten Sammler, also wirklich Top 3 oder vielleicht nicht den Typen der Welt, auf meinem Ticket haben dürfte. Und das war für mich einer, der greifbar war, und ich konnte das mit ihm verbinden. Und deswegen, bei Kobis letztem Spiel, wo er 60 gedroppt hat, habe ich eigentlich viele Dinge komplett abhaken können. Und unter anderem Kobis letztes Spiel 60 Punkte und dann noch Spinotron. Und die Geschichte geht weiter. Es ist wirklich so, der ganze rote Faden zieht sich komplett durch. Wir haben danach noch LA genossen. War alles perfekt gewesen. Ich habe mir jedes Fan-Attribut von Kobi, was man sich als Shirt, als Dollarschein, ich habe mir alles gekauft. Brauchte Erinnerungen an diesen Trip. Was danach folgte, 4 Monate später, meine allererste National in Chicago. Mhm. Wie gesagt, weil ich gesagt habe, jetzt will ich mal was erleben, jetzt will ich verreisen. Jetzt bin ich öfter in Amerika und öfter. Und dort ist es dazu gekommen, dass meine Traumkarte, die ich seit 16 Jahren, die ich das erste Mal im Peekaboo in Düsseldorf im Beckett sah, live dort auftauchte. Ich und der gute Helge, der natürlich bei euch schon auch im Podcast drin war. Helge, Traumtyp. Absoluter Traumtyp. Ich und Helge verbindet vieles, weil der hat uns, ich und Helge waren das erste Mal zusammen alleine auf der National. Ich habe gesagt, Helge, guck nur nach einer Karte Ausschau. Alle anderen Karten interessieren mich nicht. Es gibt diesen Einspruch. Also wie ihr seht, wir reden jetzt über viele Geschichten, aber es gibt Einspruch von der National. Wenn es eine Karte gibt auf der Welt, die du suchst, du findest sie auf der National. Mhm. Das ist nicht gelogen. Und wir reden wirklich, die heftigsten Karten, die ihr euch vorstellen könnt, liegen dort parat in den Vitrinen zum Angucken oder zum Kaufen oder zum Handeln. Und es ist die 2000er Upper Deck Hardcore Gamefloor Auto von Kobi nummeriert auf 8. Mhm. Die Karte hat komplett optisch alles, was ich mir als Karte überhaupt wünschen kann. Kobis Unterschrift, es gibt nur 8 Stück davon. Die ich mir jetzt geholt habe, das ist wann oder holen könnte, die BGS 9,5er, die dort angeboten wurde von einem. Der hat die mir aber nicht angeboten, er hat die mir nur gezeigt. Weil John, a.k.a. Spurs Fanatic, ich war einfach mit dem einfach am Stand am Chill und meinte, ey Kiki, ich muss dir kurz mal den Brandon vorstellen. Hey Brandon, hier, ich bin Kiki, ja, Mann, ich weiß. Und man kennt sich so, ne? Brandon hat von mir gehört. Und da wollte der mir seine Kobi-Karten zeigen, seine Kobi-Sammlung. Dann holt er eine Kobi 101 raus aus 90ern. Die zweite Karte wird die Kobi Hardcore Auto rausgeholt. Aus einer kleinen braunen Box, aus einem Rucksack. Random Typ, einfach mitten im Gang auf der National. Ich meine, ey, Jebote, das ist genau die Karte, die ich brauche. Das ist sie. Ich frage den, was willst du haben dafür? Nee, die Kiki, die ist nicht zur Verfügung. Nee, komm, ich will tauschen. Ich hatte jetzt kein Geld. Ich hatte krasse Karten, aber wirklich krasse Karten. 96er John-Unterschriften, LeBron-Autos, Kobe-Duncan-Autos, alles. Okay. Ich habe dir wirklich den dreifachen Wert, den er bezahlt hat, auch angeboten. Wo jeder gesagt hat, man, ey, Kiki redet den ganzen Tag nur von dieser Karte, Brandon, gib Kiki die Karte, bitte, bitte. Und jeder hat voll auf ihn zugeredet, dass Kiki diese Karte braucht. Und er hat mir danach gesagt, dass er sie doch lieber behalten will. Und das war so ein Moment, ich war wirklich, ich weiß nicht, ob ich da sauer war, oder sehr, sehr, sehr enttäuscht, dass mir die erste Möglichkeit, die ich bekam, ever, seit 16 Jahren sammeln, für die damals Traumkarte, dass ich die überhaupt kriegen konnte, und dann ist es mir nicht gelungen, weil er wollte sie einfach nicht weggeben. Meinte, nee, ich will sie noch behalten. So ist das aber auch passiert, dass er mir anfing zu folgen auf Instagram und so weiter, und dann hat er gesehen, dass ich wirklich ein Kobi-Fan bin, die es nicht verkaufen oder sowas. Und wir kam in den Kontakt rein, ne? Und dann hat er geschrieben, ja, Kiki, komm, vielleicht verkaufe ich dir die schon und sowas. Und dann haben wir die verkauft. Und das war der teuerste Kauf, den ich jemals tätigte in der Kartenwelt. Das waren 7.500 Euro, wenn ich dazu sagen darf. Mhm. Das war der teuerste Kauf damals gewesen, oder auch generell. Ich habe nie mehr als 8.000 für eine Karte ever ausgegeben. Und das Krasse war, ich hatte wiederum, das war wiederum so eine geile Geschichte, weil ich habe einen Deal mit ihm gehabt.
der gute Spinotron, der damals in Paris war, wohnte jetzt in New York. Mhm. Brandon wohnt irgendwo in Mittelamerika. Oder nicht Mittelamerika, sondern Mitte Amerika, also Mitte USA. Ne? Okay. Und vielleicht Ohio oder so. Und auf jeden Fall hatte ich wieder ein Treffen mit Spinotron am 18. oder 17.12.2017. Wieder in Los Angeles, wieder zu einem Spiel. Mhm. Das war nämlich wieder die Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors. Ich bin wiederum nur wegen diesem einen Spiel nach Amerika geflogen. Und das war nämlich auch ein sehr relevantes Spiel, wo ich jetzt komme. Ich habe nämlich gefragt, jetzt bin ich von Ding You, wäre es dir möglich, dass du mir eine Karte mitnimmst nach Amerika oder zum Spiel? Meinte Kiki, kein Thema, welche ist es? Habe ich dem gesagt, welche? Der gesagt, damit der Brandon die Karte nicht nach Deutschland schicken muss, schickt er sie dir und du, wir treffen uns eh in 2 Wochen. Kannst du die bitte beim Spiel mitnehmen? Mhm. Und so ist das passiert. Ich flog nämlich dann kurz vor Weihnachten 2017 nach Los Angeles, habe mir wieder die besten Tickets gesucht, die für mein Belangen dienten. Ich brauchte nämlich diesmal andere Tickets. Ich wollte nicht ganz unten sitzen. Unten wär nicht gut gewesen. Ich brauchte Tickets im Mittelrang, also in der Mittelebene, wo ich mit einem Foto alles auffangen könnte, was mir wichtig ist an dem Abend. Und es war nämlich, dass einer unten auf dem Spielfeld steht und oben rechts was aufgehangen wird. Das war nämlich Kobe Bryant's Jersey Retirement. Okay. Deswegen bin ich wiederum nach Amerika geflogen. Und damals, Kobe ist immer noch in allen Sportarten der Einzige, bei dem 2 Trikots auf die Hallendecke gehangen wurden, Nummer 8 und 24. Und so ist es wiederum passiert. Ich hatte mir coole Tickets, wirklich richtig planmäßig auserkoren. Ich habe es wirklich, kann man auf Instagram, wenn man runterscrollt, das Foto finden. Kobe ist unten links, oben rechts sieht man die 2 Trikots. Das Wichtige war, ich musste es so arrangieren, ich habe es geschafft, dass man diesen Kübel in der Mitte von der Halle, dass er mir nicht die Zahlen verdeckt. Das war nämlich meine größte Angst. Es musste nämlich ein Platz schräg in der Halle sein, damit der Cube mir oben nicht die Trikots nicht verwandelt. Also, kurz mal ganz kurz als Zwischenbilanz, wir können schon festhalten im positiven Sinne, dass du eine Vollmeise hast, ne? Ja, ja. Also, ich will es nur mal gesagt haben. Ja, genau. Aber ich mache mir halt viele Gedanken, wie man was am besten machen könnte. Aber deswegen, das ist diese Liebe zum Detail, weißt du? Ja. Die deine Eltern, ich durfte sie ja glücklicherweise auch schon mal treffen, ja auch haben, so auch wie die ihre Restaurants und so. Das ist ja bei euch in der Familie. Ihr seid ja, also diese Liebe zum Detail, die ist ja da einfach, ne? Ja, wir sind da sehr passioniert in dem, was wir machen. Ja. Das kann man so zusammenfassen. Ja. Also entweder wir machen es gar nicht oder richtig, aber wir machen halt sehr, sehr viel. Und dann am liebsten halt auch richtig, ne? Und das Krasse war, die Tickets waren besser, als ich sie mir je erschaffen konnte. Und dann habe ich mir sogar die Premium-Tickets gegönnt. Das war so eine Premium-Lounge. Oh, mit Essen und so, ne? Kenn ich. Ja. Mit Teppich auf dem Boden. Ja, ja. Fein ist das da. Und so war das auch, dass ich dann so Essen ordern konnte. Habe mir erst so einen Burger gegönnt. Ich muss die Fotos mal demnächst mal ein bisschen auf der Story posten. Ich habe mir so einen Burger gegönnt und dann ist das, dann fing das ganze Event an. Und man muss auch sagen, davor, vor dem Event, aus, die ganze Stadt war wieder komplett auf dem Bein, also die ganze Energie ist abnormal. Und dann fing das Ganze an und ich wusste, er ist wieder da, Spinotron. Er ist wieder am Start und ich wusste, der Spino hat eine Karte, die ich seit 17 Jahren suche, wirklich. Das war so mein Herzensding. Ich habe das Set komplett, ich habe eine Jordan-Unterschrift davon, Garnett-Unterschrift davon, Carmelo, ich habe das Set komplett. Die einzige Karte, die mir noch fehlt, ist die Kobe Bryant. Und ich habe mir wirklich einen Herzenswunsch erfüllt. Kobe's Jersey Retirement, wieder was erlebt mit Kobe. Spino bringt mir danach die Nummer 1 Kobe in meiner Wantlist ever, persönlich. Für ihn war das auch wiederum. Man muss sagen, wer Spinotron kennt. Markus, du weißt, seine Texte sind vielleicht ein bisschen größer als klein, ne? Und er schreibt sehr viel. Und für ihn war das auch immer so was Cooles. Wenn er da noch mehr rein interpretieren kann oder rein verbinden kann. Deswegen war es für ihn auch wiederum noch besonderer,
Joy Over Diamond wieder mit mir und dass er mir auch persönlich meine Traumkarte überstellen könnte. Das war so krass gewesen. Ne? Deswegen, das verbindet mich auch mit Spino, das verbindet uns mit Kobe Bryant. Wir haben das nämlich komplett 1-1 beide durchlebt. Und so war das auch passiert, dass ich und Spino schon und schon damals besprochen haben, wir müssen das Trifecta oder wie er es nennt, das dreifache Ding durchziehen. Das dritte Ding wäre die Hall of Fame gewesen. Mhm. Wozu es leider nicht gekommen ist. Die Hall of Fame. Wir haben online, jetzt auch, oder? Aber online, sorry, Markus? Online habt ihr euch zusammen getroffen an dem Tag, glaube ich. Oder zumindest. Markus, du bist wirklich. So ein Stalker. Nennst du mich. Markus ist so, genau. Nee, da muss man sagen, wirklich. Also wegen Stalker. Der Pandemie bedingt konnten wir, was mich sehr geärgert hat, gut, die erste Hall of Fame ist ausgefallen. Die erste in dem ersten Pandemiejahr ist ausgefallen. Die im zweiten Jahr, ich wollte um jeden Preis einreisen, aber ich hatte damals nicht die Möglichkeit, oder nee, genau, Dennis, ich glaube, wir durften gar nicht einreisen. Mhm. Ne? Wir durften gar nicht einreisen. Ja. Und das hat mich sehr wirklich geärgert, dass ich diesen Herzenswunsch nicht wirklich auch ausfüllen durfte. Vor allem, gut, wir haben ja jetzt etwas übersprungen, womit wir gleich wieder weitergehen. Ja. Was vor 2 Tagen war oder was vor fast 2 Jahren war. Auf jeden Fall, deswegen konnte ich mit dem Spinotron dieses Prefecta-Ding nicht durchführen. Real. Wir wollten uns nämlich auch real dort treffen, nur ich und er. Wir haben das aber dann im Endeffekt per Videoschalte live auf Instagram wieder durchleben können. Ja. Da hat die Welt dann mehr von gehabt, als wenn ihr euch beiden nur getroffen hättet. Genau. Wie du gesagt hast, ist ja jetzt eine Sache, oder einmal hat es dich ja noch nach L.A. Verschlagen sozusagen, ja. Und zwar zum Memorial Service. Ja. Memorial Service gibt es nur, wenn jemand verstirbt. Wie hast du denn von Kobes Tod überhaupt erfahren? Es war Sonntagabend. Es war ein Sonntagabend. Ich war einfach auf der Couch alleine, habe irgendwas geguckt, Fernsehen. Ich weiß nicht mal was. Und ich krieg eine WhatsApp von meiner Cousine Katharina aus Gelsenkirchen. Auch heute eine große Sammlerin oder eine, die sich mit Karten beschäftigt. Damals aber null mit Karten. Gar nichts. Und sie schreibt mir WhatsApp, wo steht Kiki Schau, und schickt mir ein Foto. Mhm. Da steht einfach nur so ein Kobi-Foto voll. Wie so ein Kobi-Foto von Zeitungsartikel wie auf Wish bestellt, das billigste Foto, was man sich vorstellen kann, steht einfach nur Kobe Helikopter died. Was ist das denn? Kobe Helikopter died. Was ist das? Ne? Ich guck mir das an, tue aber Handy wieder weg. Eine Minute später nehme ich wieder Handy in die Hand, mache einfach Instagram auf. Jeder Promi, den ich damals so gefolgt habe, jeder im Hobby, Kobe war auf der ersten Seite, Schwarz-Weiß-Bilder. Kobe Helikopter died. Das waren die einzigen Sachen, die ich überhaupt so rausgefiltert habe. Kobe Helikopter died. Ich meine, wie Kobe Helikopter died? Ich gucke so auf Google News. Kobe steht überall so, Helikopter died. Ich meine, was geht ab hier gerade? Ne? Weil das war wirklich, wirklich wie im Film gewesen, dass ich das gar nicht erstmal realisiert habe. Dann ruft mich 5 Minuten später mein Bruder Ivan, ich war oben in der Wohnung, mein Bruder Ivan war unten an der Rezeption, musste irgendwas erledigen, mit meinem Cousin Rocco. Die waren unten und mein Bruder Ivan ruft mich an. Kiki, hast du das gelesen? Ich meine, ja, ganz normal, ja. So. Ich habe es gar nicht realisiert, was passiert war. Und ich blieb wirklich auf der Couch sitzen, komplett versteinert. Das Krasse ist, da wo ich sitze auf der Couch, ich habe ein großes Wohnzimmer, oben links siehst du auf ein gemaltes Bild von Ivan, von Kobe Bryant. Ich gucke so hoch, da ist Kobe. Ich gucke rechts auf die rechte Wand, ist Kobe. Auch wieder ein gemaltes Bild von Ivan, Porträt. Ich gucke rechts nach vorne in die Ecke, ist ein Kobe, kompletter lebenshoher Aufsteller von Spalding. Kobe ist insgesamt 4-mal und vorne noch auf der Vitrine. Allein in meinem Wohnzimmer, wo eigentlich nichts von Kobe sein sollte, nur in meinem Hobbyraum, ist halt übertrieben. Aber meine komplette Wohnung ist nur Kobe.
ich gucke so auf der Couch, gucke so hoch, was ist das denn? So, ich habe das gar nicht gecheckt, was abging. Ein paar Minuten später kam Ivan und mein Cousin Rocco hoch. Wollten halt nach mir gucken, ob alles gut ist. Ich war komplett baff. So, ne? Und dann fing das schon an mit den ganzen Anrufen. Viele, viele haben mich angerufen. Und weil die wussten halt, Kobi, ich war Kobi durch und durch. Ne? Komplett so. Ich krieg Anrufe selbst von Leuten, die mich so noch nie angerufen haben. Kicke, Mann, ist alles gut. Ich meine, ja, ist alles gut. Und ich habe das gar nicht gecheckt, was abging. Und die Uhrzeit, ich glaube, das war um die 8 Uhr. Das musste 6:30 irgendwie sowas sein. Oder 8:30, irgendwie so. Das war auf jeden Fall noch nicht spät abends, aber so abends. Und ich mache Fernseher an, überall auf N24, auf Live und überall war alles drin. Ne? Und ich war immer noch auf dieser Couch am Sitzen. Danach gingen mein Bruder Ivan und Rocco und die haben gefragt, ob alles gut ist. Ich meine, ja, ich bleibe hier ein bisschen sitzen. So, ne? Mein Kopf war aus. Mein Kopf war wirklich aus in dieser Zeit. Ich konnte an gar nichts richtig denken. Ich konnte das aber auch gar nicht realisieren, dass Kobi gerade tot zu scheint. Vor allem, du guckst ja die ganzen Nachrichten. Du saugst alles auf wie so ein Schwamm. Auf einmal ist, wer war dabei? Rick Fox oder ich glaube Rick Fox war dabei auf einmal. Oder Derek Fischer. Irgendeiner von denen war auf einmal dabei. Dann war die Tochter dabei, dann waren noch mehr Personen verwickelt. Mhm. Das war eine unklare Situation damals. Ja, stimmt, Rick Fox war auch einmal Gerücht, ganz am Anfang. Ja, also ja. Am Anfang waren viele Gerüchte und die Leute wussten gar nicht, was abgeht. Ist es wirklich Kobi und so weiter? Deswegen, ich hatte vielleicht noch Hoffnung, dass es vielleicht doch eine Fehlmeldung sein soll, weil die Leute wissen selber nicht, was abgeht. Ne? Mhm. Dann kriege ich wirklich Bombardement anrufen und bei einigen bin ich drangegangen, bei einigen nicht drangegangen. Und dann am Abend kriege ich auch immer viele, viele Links zu geschickt. Kiki, du musst dahin. Ich meine, wie, wo, was? Bild hat irgendwas aufgerufen, das war überall. Und Bild.de hat aufgerufen, auch da, die suchen Kobis größten Fan oder irgendwie sowas, der auch irgendwie irgendwas dazu sagt. Und die haben gesagt, Kiki, ihr müsst mit Kiki kontaktieren. Und dann kriege ich so einen Anruf da abends vom Bild. Mhm. Ja, hier, wir sind von der Bild, können Sie uns was dazu sagen? Ich sage, nein, ich kann, was soll ich sagen? Und dann habe ich so ein komisches Video aufgenommen. Ich habe so ein komisches Video aufgenommen, wo ich noch Kobis getragenen Trainingsanzug anhabe. Mhm. Weil da habe ich das schon mehr und mehr realisiert. Mhm. Wie viel Kobi mir überhaupt bedeutete, wo ich wirklich den Trainingsanzug wie so eine Rüstung anzog, wo ich mal wirklich ein paar Sachen auf den Tisch gelegt habe oder auch auf die Wände gucke. Kobi ist überall. Mhm. Kobi ist in jedem Artikel in meiner Wohnung, ist irgendwo Kobi-haftes drin. Ja, und dann filme ich da irgendwas ab für Bild, was die auch dann auf online direkt gepostet haben. So 5-Minuten-Video, zum Glück haben die nur, glaube ich, 1 Minute davon gepostet. Aber es war kein gutes Video. Das war, ich war nicht bei der Sache. Das war komplett so strange. Auf jeden Fall, bist du schon die ganze Zeit so doch schon am Weinen und du checkst das immer noch nicht. Weil er ist wirklich wie Familie für mich gewesen. Ich war 12, Kobi war 17. Und damals, er ist komplett, mein ganzes Leben lang hat er mich, seitdem ich 12 bin, begleitet. Mhm. Ich habe immer geguckt, was macht Kobi gerade, was hat er wieder für Punkte gemacht. Egal, alles, was mich beeinflusst hat, Kobi hat einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt. Mhm. Und hat es immer noch. Auch wegen meiner Krankheit auch. Mama-Mentality und die ganzen Geschichten. Deswegen alles, was Kobi hat wirklich einen großen Einfluss auf mich gehabt. Auch, er war immer ein Top-Idol, auch mit seiner Einstellung her. An dem Abend war ich wirklich nicht ansprechbar. Meine Eltern gucken auch, Kiki, alles gut. Ich wollte mit niemandem reden. Ich war komplett auch auf Trauer. Mhm. Eine Woche später war ich immer noch nicht so derselbe. Mhm. Das Dumme war, ich bin halt schon bekannt als Kobi-Sammler gewesen und dann kriegst halt viele Nachfragen. Du kriegst halt auch nicht nur die Sachen, die Leute, die dir dann irgendwie hier Beileid, also wirklich, es war wirklich ein Beileidsding. Mhm. So als wenn er Familie von mir wäre. Wird dir, kick jemand, das tut mir leid und sowas. Mhm. Und das war schon heftig, wie die Community so zusammenhält.
Und auf der einen Seite gab es dann aber auch es gab einen großen Zeitungsartikel. Dieser Zeitungsartikel ist auch hier bei uns direkt im Store präsent, wenn man hier in den Laden reinkommt, B-Brother Store. Und die Überschrift ist Kobe Bryants größter Fan. Mhm. Und ich muss sagen, dieser Journalist, der mich dafür für die Rheinische Post damals interviewt hat, hat wirklich gute Arbeit gemacht. Der hat mich nämlich zwei Tage nach dem Tod besucht. Er war 4 Stunden bei mir. Genau wie ich bei euch jetzt Geschichten erzähle, habe ich den sowas von vollgelabert mit irgendwelchen Kobe-Geschichten. Und dass er das so gut rübergebracht hat, was Kobe mir oder auch vielen Leuten, die Kobe teilweise noch nicht mal kannten, was er für eine Auswirkung für diese Leute hat und was er für eine weltweite Bedeutung hatte, das war schon richtig heftig. Und es wurde ein Top-Artikel geschrieben und da sieht man einiges so. Und es war einfach gut, auch damals sich ein bisschen auszusprechen, obwohl das jetzt journalistisch war, sich einfach mal frei auszusprechen. Und das war schon sehr viel so komplett, es blieb nichts verborgen. Und das war halt wichtig und das war wirklich ein Schock. Du verlierst wirklich quasi einen Familienmitglied, weil ich kenne ihn, seitdem ich 12 bin. Er kennt mich nicht, aber ich kenne ihn. Und komplette Energie, kompletten Lebenspunkt habe ich wirklich schon ein bisschen immer an ihn gerichtet. Und er war mein Vorbild und so und Idol und auf einmal gibt es ihn nicht mehr. Das war wirklich etwas, was mich sehr hart getroffen hat. Mhm. Ja, das glaube ich, aufs Wort. Also ich glaube, so ein bisschen, aber nicht nur Ansatz, aber wirklich nur ganz, ganz hauchansatzweise hat man so vielleicht das Gefühl, wenn jemand, ein Musiker, der hier aktuell irgendwie auch nochmal jemand stirbt, irgendwie der, mit dem man aufgewachsen ist, da hat man irgendwie auch so eine gewisse irgendwie, ja nicht Hilflosigkeit, aber da beschäftigst du dich ja nicht so intensiv, wie du dich ja mit Kobe auch beschäftigt hast, hingeflogen bist und so weiter. Von daher kann dann das natürlich irgendwie dieses Gefühl, dass eine Familienangehöriger fehlt und natürlich die Leute dann auch anrufen und sagen, hier ist alles okay, zeigt natürlich irgendwie auch, was das für eine Präsenz hatte. Ja. Also und zum Memorial Service mal überzuleiten, also ich habe das für mich persönlich, habe das da, also ich war auch betroffen, als ich das gehört hatte, aber es war so, okay, krass, so auch wie es passiert ist, ganz, ganz schlimm und die Tochter und andere Menschen und so, alles ganz schlimm. Aber wo mir wirklich die Tragweite des Ganzen nochmal klar wurde, war, als ich diesen Memorial Service dann, ich war in Los Angeles, aber ich bin da jetzt nicht hingefahren, sondern ich habe es dann im Fernsehen geguckt, auch komplett von Anfang bis Ende. Und da hat es mich auch voll nochmal aus dem Leben geschossen, muss ich sagen. Also da war man von einem Kloß im Hals, von Jimmy Kimmels Anfangsrede bis zum letzten Gast da. Das war einfach, das war unfassbar, weil, also das war eigentlich egal, was da für Leute waren. Ich fand, das war eine interessante Mischung an sehr, sehr, sehr prominenten Leuten, aber dann auch einfach so ein bisschen unbekannteren Wegbegleitern von Kobe. Also es war einfach echt sehr gut und sehr herzzerreißend, muss man leider sagen. Du hast da die Reise auch nochmal angetreten LA, ne? Für mich, ich musste dorthin. Wiederum, genau wie beim letzten Spiel hatte ich diesen Drang, komme, was wolle, es muss so geschehen, ich muss dorthin. Man muss sagen, das war vor der jetzigen Situation, vor Corona. Mhm. Wie viele wissen, wir sind ja eigentlich aus der Gastronomie, ich habe ein Hotel, ich habe ein Brauhaus. Und es gibt bei uns im Rheinland das gewisse Karneval. Es gibt Karneval, das ist halt für uns die Hauptzeit. Und wir hatten bei uns den Karnevalszug am Samstag gehabt in Langenfeld. Die Beerdigungsfeier, das war der 22.02. Die Trauerfeier ist am 24.02., was bei uns Rosenmontag ist. Rosenmontag ist im Rheinland ein sehr relevanter Tag für Karneval, wo wir immer komplett den ganzen Tag durcharbeiten. Von morgens bis frühmorgens. Wir ziehen da sowas von durch. Und ich habe meiner Familie gesagt, ich muss nach Los Angeles. Okay, Kiki, wann? Am 24.02. Rosenmontag. Bist du verrückt? Wie kannst du am Rosenmontag nur daran denken, nach Los Angeles zu gehen? Das ist ein Ding, ich muss das machen. Und Fakt ist auch, meine Eltern, auch krankheitsbedingt, würden mich nicht alleine reisen lassen wollen. Aber die können Ivan nicht entbehren. Ivan ist ein Haupttyp bei uns im Karneval. Er kann nicht. Er muss arbeiten.
Ne? Ivan und ist ein Haupttyp im Karneval, das finde ich. Ich muss sagen, der Ivan wird meistens durchgenommen, indem er nicht nach LA konnte, zu Covid-Zeiten Spiel. Er konnte nicht zur Trauerfeier, er konnte es nicht, weil er anders eingebunden wurde. Mhm. Und auf jeden Fall war es so, ich musste dahin. Und ich habe, und halt durch meine Lockerheit, weil ich immer auch sehr viel in der letzten Zeit dann auch verreist bin, auch oft nach Amerika und so, hab ich auch mit meinen Cousins geredet. Und da war meine Cousine Mimi, Miriam. Und ich habe die gefragt, Mimi, meine Eltern wollen, dass ich mit irgendjemandem nach Amerika bin. Hast du Bock nach LA ein paar Tage? Meine Kiki, komm, voll, machen wir. Voll spontan, das war eine Woche vorher gebucht worden. Ne? Und sie war auch komplett spontan. Ich meine, komm, wir gehen nach LA ein paar Tage, alles cool. Und so hatte ich auf jeden Fall eine Person, die ich meinen Eltern präsentieren konnte, damit ich nicht alleine fliege. Das war meine Cousine. Ne? Und Eltern haben gesagt, okay, Kiki, Hauptsache du fliegst nicht alleine. Und mit Mimi natürlich war das top, dass sie dabei war. So war es auch. Am Sonntag, und das war von Samstag auf Sonntag, wir hatten den Karnevalszug. Am Sonntag morgens um 5 Uhr, das war mein Brauhaus, ich habe den ganzen Umsatz, ich musste den noch schnell zur Bank bringen. Ich musste aber auch 6 Stunden später am Düsseldorfer Flughafen sein. Um 11 Uhr ging nämlich der Flieger nach Los Angeles. Okay. 11 Uhr morgens, den ich nehmen musste. Es gab nämlich einen Flieger von Los Angeles nach Zürich und von Zürich nach Los Angeles. Von Düsseldorf nach Zürich und so weiter. Den muss ich nehmen, damit ich nämlich um 6 Uhr abends in Los Angeles bin, am Sonntagabend, um am Montagmorgens, am 24. um 10 Uhr morgens geht das schon los bei der Trauerfeier. Mhm. Um 10 Uhr morgens. Und ich musste da durchziehen, damit ich dann wirklich das hinkriege. Das war die letzte Möglichkeit und es war sehr eng mit Karneval. Wirklich 6 Stunden Unterschied zwischen Arbeitsende und zwischen Flieger. Und so ist es auch passiert. Wir waren da angekommen. Wir haben uns abends noch mit dem Miguel getroffen. Domin 824, ein riesiger Kobe-Sammler aus Los Angeles. Mhm. Und hier ist es auch ein bisschen ärgerlich gewesen zur kompletten Trauerfeier. Diese Tickets für diese Trauerfeier wurden komplett von der Vanessa Bryant Foundation rausgegeben, nicht von den Los Angeles Lakers. Ich kenne den Typen, der für die Los Angeles Lakers anschreibt. Er ist der Zeitnehmer für die Los Angeles Lakers. Und ich kenne auch viele Leute, die dort arbeiten, in hohen Positionen. Und ich habe wirklich tagelang vorher, wer kann mich bitte da reinbringen, in die Arena? Ich muss da rein. Und die haben gesagt, Kiki kommt aus Germany. Die haben das alle repostet. Der kommt extra aus Germany, er muss da rein. Keiner konnte es, weil keiner selber von den Jungs, die ich kannte, kein einziger, den ich kannte, war in der Arena drin gewesen. Die Tickets wurden über die Foundation zugelost und das hat mich sehr geärgert. Du konntest nämlich nur zugelost kriegen, wenn du eine US-amerikanische Nummer angibst, die ich mehrmals von Freunden genommen habe, aber nicht durchgekommen bin. So war es so. Ich habe mich an einem Abend noch mit Miguel Domin 824 getroffen. Check den ab auf Instagram. Krasser Kobe-Sammler. Und für mich auch das erste Mal, dass ich ihn überhaupt treffe. Richtig großer Move. Für uns beide auch, dass wir die Liebe zu Kobe teilen können. Und wir mussten halt schon um 9 Uhr morgens los. Wir waren dann schon um 8 Uhr morgens am Montag, sind wir dann schon auf die Straße. Wir haben uns extra ein Hotel nahes, ein Staples Center nahes Hotel gesucht, ich und Mimi. Haben dann übernachtet, sind dann früh morgens los. Egal, im Frühstücksraum, jeder hatte nur Kobe-Sachen an. Genau, ich auch. Mimi hat auch ein Kobe-Trikot angehabt. Und so gehen wir dann, erstmal los. Wie gesagt, ich gehe mit Krücken. Ich war ein bisschen auffällig angezogen. Ich hatte komplett gelb an, Kobe. Gut, ich hatte ein gelbes Trikot an, gelbe Shorts, weiße kniehohe Socken. Also man hat nichts von meinen Füßen. Ich hatte nur weiße kniehohe Socken an, weiße Schuhe und ein weißes Shirt mit einer schwarzen Krawatte aber auch. Ich hatte eine schwarze Krawatte an. Ne? Und so gehen wir dann, ich und Mimi, raus. Und schon an der ersten Ampel, ich weiß nicht warum, wurde ich von Bleacher Report angesprochen, von einem Journalisten von Bleacher Report. Ich weiß nicht, warum er mich angesprochen hat. Meinte, yo, are you also going to the Kobe? Ja, meinte, ja, safe. Und dann habe ich gesagt, wir sind gerade aus Deutschland, meinte ich, krass. Und dann haben wir ein bisschen geredet, meinte, hier ist meine Nummer, der will mich gleich interviewen. Ich weiß nicht, warum, aber der wollte mich interviewen. Das war so der Anfang von irgendetwas, was kommen sollte. Ne? Und so gingen wir weiter. Und an der ersten Kreuzung, danach waren
farbiger an der Ecke in der Dunkelheit am Stehen und hat so goldene Ketten verkauft. Mhm. Und ich gehe mit meinen Krücken zu ihm. Ich meine, ey, wie viel kostet so eine goldene Kette? So eine richtig wuchtige goldene Kette mit so einem riesigen Teil, wo steht Kobe in Memory 24. Ich meine, ey, wie viel kostet so ein Teil? $40, ne, $40. Ich meine, ey, ich brauche das. Ne? Und dann hat die Mimi für mich so ein bisschen immer Geld dabei gehabt. Meine ich, Mimi, gib ihm mal $40. Und dann frage ich ihn so, ey, kannst du mir die einfach über, weil ich hatte die Krücken so, kannst du mir die einfach über den Kopf hängen? Das ist so eine riesige Kette gewesen. Mhm. Meinte, nein, man, I'm not gay. wie nicht schwul? Ich habe das gar nicht gecheckt, ne? Ich habe das gar nicht gecheckt, was er damit meinte. Okay, aber dann habe ich meine Krücken beiseite gelegt, habe das selber über den Kopf gelegt und bin dann los. Und überall Straßenverkäufer, Shirts, überall, alle strömen zur Arena, aber die Polizei hat alles abgeriegelt. Du kommst gar nicht da rein, wenn du kein Ticket hast für das Event. Das war uns aber einen Tag vorher schon klar, weil da standen Schilder, ihr kommt nur bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Dann fing es aber an, ne, womit ich komplett abgelenkt wurde. Also die Energie war krass. Jeder auf der Straße, jeder nur am Hupen, Kobe. Es war Sänger auf der Straße, es war Priester auf der Straße, die gesagt, Kobe, you will live forever und all sowas. Ich glaube, es waren 400.000, 500.000 Leute vor der Arena. Und wir hatten schon Corona. Weil wo wir schon in L.A. waren, wir wurden schon gefragt, wart ihr auf dem Flug, wart ihr in den letzten 2 Wochen in China gewesen? Nein, keine Maske, aber durch. Ich glaube, Kalifornien hatte damals 30, 40 Corona-Fälle. Das musste das erste Superspreader-Event weltweit gewesen sein, was Corona angeht. Ungelogen, das waren knapp 400.000, 500.000 Leute da. Ja. Auf jeden Fall fing das dann an. Ich weiß nicht, wie die auf mich zukam, aber irgendeine Reporterin hat Wind bekommen, dass ein verrückter Kobe-Fan aus Deutschland hergereist ist, extra wegen der Geschichte, der noch nicht mal ein Ticket hatte dafür. Und das war so eine krasse Geschichte. Und dann habe ich da angefangen, ein Interview. Und dann war das aber so eine riesige Geschichte gewesen. Ich wurde innerhalb von 2 Stunden während des Anfangs der Zeremonie 16 Mal interviewt. Und das war komplett etwas, was mich komplett gecatcht hat, weil die haben mich 16 Mal interviewt zu Kobe. Ich konnte meine ganze Kobe-Geschichte jedem erzählen. Mhm. Die waren verwundert, fragen, was macht der Typ mit Krücken hier? Ich meine, ja, ist Deutschland, warum bist du mit Krücken wegen der Krankheit, Multiple Sklerose? Und weswegen bist du eigentlich hier? Weil Kobe uns gesagt hat, wir sollen hier aufgeben. Ja. Immer weiter, push. Ich habe immer so einen Spruch gesagt, push it. Kobe hat immer Gas gegeben. Auch beim letzten Spiel, und das ist auch der Grund, für mich gibt es nicht, alles andere ist in Ausreden, wenn du sagst, du kannst etwas nicht, dann kannst du es nicht, wenn du es wirklich nicht kannst, körperlich, aber wenn du es ein bisschen kannst, zieh durch. Und das ist etwas, was ich da auch wirklich wie einer von diesen Predigern selber im Fernsehen gepredigt habe. Und dazu muss ich gleich wiederum was sagen. Kurze Frage, Guys. Haben wir Open End oder ist egal? Ja, also das Internet hat noch ein bisschen Platz. Ich habe gerade geguckt. Im Internet sind noch 3-4 Gigabyte verfügbar. Aber das Krasse war, ich wurde halt wirklich oft interviewt. Darunter war der erste war Mexiko. Dann war nochmal Mexiko, dann war Japan, Frankreich war da. Du wirst von allen Stellen komplett nachgefragt. Dann war wieder so ein Radiosender aus L.A. Und das Krasse war, dann war CNN. CNN war am Start. Ne? Und die haben Wind bekommen, ich bin hier aus Deutschland, habe eine interessante Geschichte zu erzählen. So habe ich das auch dann an CNN gepredigt und ich war live im CNN-Fernsehen drin. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit verging. Ich habe das gar nicht gecheckt, weil ich habe gar nicht geguckt, dass wir eigentlich schon 10 Uhr hatten. Ne? Und auf einmal war es schon, dass wir schon dann am Start sind. Und ich erinnere mich, 5 vor 10 habe ich aber später realisiert. Ich war mit der Annabelle. Die Annabelle war da mit mir. Die hat mich nämlich gefragt, ob wir, weil die hat ein bisschen zugehört bei einem anderen Interview, ob die mich auch haben kann. Manch safe. Und das Komische war bei ihr, sie hat gewartet, sie hat erstmal ein bisschen mit mir geredet, sie hat gewartet und hat gesagt, Kiki, you are Kiki and yes, from Germany. Und dann warten wir so knapp eine Minute, die Annabelle von Fox 7 News.
Und die hat mir damals so einen Anstecker gegeben von Kobi, weil die hatte so einen Kobi und Gigi Anstecker mit so einer schwarzen Schleife. Hatte die hier. Und ich sage, boah, voll der schöne Anstecker. Ich hab ihr gesagt, dass das ein schöner Anstecker ist, woher die den hat. Meinte Kiki, den habe ich und den würde ich dir auch gerne geben, weil du bist ein riesen Kobi-Fan, hat die mir diesen Anstecker gegeben. Kobi, habe ich mir direkt auf mein Trikot getan. Ne? Und das ist so ein tolles Ding. Und was ich gar nicht realisiert habe, wir waren live im amerikanischen Fernsehen, ich und die Annabelle, bei Fox News 7. Das war nämlich, glaube ich, der Übertragungssender, der diese Memorial-Geschichte übertragen hat. Weil sie wartet da. Ich muss das alles mal demnächst mal wieder, und das poste ich auch jetzt passend, komplett auf der Story, komplett alles nochmal. Und auf jeden Fall fängt ihr dann an zu reden. Und hier, die ist hier mit Kiki von Germany, und da habe ich meine Geschichte erzählt und sowas. Und ich war wirklich live im amerikanischen Fernsehen 5 Minuten vor der Berichterstattung von diesem eigentlichen Event. Jeder Amerikaner hat mich gesehen oder der da gerade zugeschaltet ist. Genau wie bei Henry Maske Boskamp. Wenn er kämpft, du bist ja nicht um 8 Uhr abends, dann bist du schon 5 Minuten vorher da. Das ist immer so ein Ding. Und das habe ich später aber erst realisiert. Auf jeden Fall war der voll die Action. Ich konnte wiederum das gar nicht realisieren, was da alles abging, weil es war zu viel Action los. Und dann fing das Event eigentlich schon an. Und ich hatte eine Verabredung mit dem Miguel, wo ich den schon eine Nacht vorher getroffen habe. Wir wollten uns das Event in irgendeiner Bar angucken. Konnten wir nicht, weil alles rappelvoll ist. Du konntest nirgendwo mehr rein. Dann war die Sache, sollen wir zurück zum Hotel, uns das dort im Hotelzimmer angucken? Oder soll ich noch schnell hier vorne ins StubHub ein Ticket kaufen für das Spiel am nächsten Tag? Und das Spiel am nächsten Tag war das erste Spiel von LeBron James gegen Zion Williamson. Und da habe ich mir gute Tickets geholt, auch Top-Tickets, während der Zeremonie. Und ich war da mitten in der Ticketzentrale. Da habe ich viel geguckt, weil da war Live-Fernsehen drin. Und da habe ich viel abgestaubt von der Zeremonie. Da habe ich wirklich viel abgestaubt von der Zeremonie. Und ich war nämlich gerade da, wo die Sabrina Ionescu gesprochen hat. Und auch, was jetzt viele schockieren könnte, und das wirklich war, das ist der einzige Teil, weil ich will mir das nicht angucken. Das ist der einzige Teil, den ich von diesem letzten Teil von dieser Memorial komplett mir überhaupt angeguckt habe. Nur diese paar Minuten von Sabrina Ionescu. Es gibt natürlich auf YouTube den kompletten Bericht zu lesen oder nachzuverfolgen, wo Michael Jordan auch weint, wo er gestorben ist, ist ein Teil von mir gestorben. Ich will mir das nicht angucken. Ne? Deswegen, ich habe das miterlebt in Los Angeles live mit meinen Kobi-Freunden, die mit mir alles geteilt haben. Aber mir wäre das, glaube ich, ein bisschen zu viel, das nochmal komplett 1:1 Revue passieren zu lassen, was dort gesprochen wurde und so, dass deswegen habe ich aus eigenem Respekt das noch nicht mehr angeguckt. Obwohl es ein bisschen surreal ist, ich war live dabei, aber auch nicht, aber auch doch. Tiefer als ein paar andere. Und auf jeden Fall habe ich da Tickets geholt und danach, während der Zeremonie, wir waren halt wirklich mit den Menschen da draußen. Fernsehen braucht man nicht, wir müssen die Energie spüren, die dort in der Stadt war. Da meinte der Miguel, Kiki, komm, wir fahren. Wohin? Zur Absturzstelle. Wir sind zur Absturzstelle gefahren, ich und Miguel. Ne? Und der hat gesagt, Kiki, jetzt ist es noch ruhig, gleich wird es voller werden. Und der wohnt halt in L.A. und der kennt sich da aus. Meinte, Kiki, komm, ich muss dir das zeigen. Und wir gehen noch kurz zum Hotel. Und kurz vorm Hoteleingang war ein Bauarbeiter auf der Straße. Und der hält mir so ein Handy hoch, so. Einfach mit der Hand nach vorne und schreit, yo, are you that guy, are you that guy? Ich meine, wie, wer bin ich? Und ich wusste, der Typ meint irgendwas mit Fernsehen, irgendwas. Ich war gerade im Fernsehen. Ne? Und die ganze Zeit kam irgendwann, hey, du bist ja von Germany, ja, ja, Germany. Das war die ganze Zeit so. Und auf jeden Fall war das da, dann hält er mir sein Handy hoch, ich guck mal an, was er da hat. Ich guck so, ist so ein Foto gemacht worden von mir von den Los Angeles Lakers. Ich meine, was ist das denn? Wie Lakers? Und da habe ich erstmal gecheckt, dass die Lakers, da war eine Reporterin, die mich gefragt hat, ob die mich fotografieren darf. Ich meine, safe, hier, fotografiere. Mehr Bilder. Ja, aber ich wusste nicht, dass sie von den Lakers war.
Und dann gehe ich da und dann meint ein Bauarbeiter zu mir, Kiki, Mann, bist du das? Ich meine, ja, Mann, das bin ich. Und ich habe das gar nicht gecheckt, dass Lakers mich auf der Frontseite hatte, nicht als Story, sondern als Feed. Komplett. Und man muss wissen, wenn ich in LA bin unterwegs, auch auf der National, ich habe nie Handy an. Ich habe es an für Fotos, aber nie für Internet. Mhm. Ich habe kein Internet dort. Ich will den Moment genießen, ohne dass einer von außen jetzt irgendwas schreibt oder so. Ich mache nur Fotos. So war es beim Hotelkurs, Handy aufgemacht, du wirst bombardiert von allen Seiten. Du bist auf der Story von jedem. Kiki ist im amerikanischen Fernsehen, Kiki ist auf Lakers-Seite. Kiki ist überall. Und der Nick, da muss man auch sagen, ein guter Freund von mir, der Nick Giuliano, großer Sammler aus New York, der kommt mich auch immer hier in Langfeld besuchen, besucht die Shows. Und er meinte einfach nur, yo, Motherfucker, du bist auf jedem, egal was du machst, Kiki, du bist immer in irgendwelchen Neuigkeiten drin, in irgendwelchen News. Und er hat wieder nicht gecheckt, warum ich wieder irgendwo drin bin, bei den Lakers und beim Fernsehen und so. Und er findet das immer so witzig. Und auf jeden Fall ergibt sich das immer so, komischerweise. Auf jeden Fall. Ich habe kurz die Nachrichten gecheckt, wild. Wir gehen ins Auto. Ich werd jetzt die Tage alles reposten, damit wir das alles nochmal Revue passieren lassen. Alles werde ich reposten, damit ihr das auch seht, den Absturzplatz. Und wir sind zur Absturzstelle geflogen, die aber auch weiträumig abgeriegelt wurde. Aber Miguel konnte mir das aber auch zeigen, guck mal, da ist das passiert und so. Und das war echt krass, auch dort gewesen zu sein. Ne, weil es waren viele Rosen auf dem Boden. Wiederum da wird sich wieder der Kreis schließen. Weil es gab wieder eine Personalie, die nicht dabei sein konnte. Spinotron konnte diesmal nicht dabei sein. Arbeitsbedingt, ich habe das mit ihm abgesprochen, arbeitsbedingt konnte er diesmal nicht nach LA fliegen. Und trotzdem war er wieder drin. Weil der Spinotron hat nämlich auch sicher gemacht und der hat nämlich ein Trikot von Kobe Bryant, was er so immer trägt, hat er dem Miguel zugeschickt, damit Miguel es an dem Tag anhat. Mhm. Von Kobe Bryants Trikotzeremonie. Mhm. Die Frage ist, wer hat dieses Foto gemacht, wo er es anhat? Ich. Weil wir haben nämlich ein Foto gemacht, was für den Spinotron sehr wichtig war. Es war nämlich vor der Absturzstelle von Kobe Bryants Helikopter. Mhm. Trägt Miguel ein Trikot, was Spinotron ihm geschickt hat, damit das anhat für dieses Foto, was von mir gemacht wurde. Mhm. Also da wird sich wieder der Kreis schließen. Und das war so krass. Und da war eine ältere Dame. Wie hieß sie nochmal? Die hatte so einen coolen Namen. Genie was? Nee. Selma. Thelma. Thelma, das war eine ältere Dame und dann war sie auch dort und das waren verschiedene Leute und zwischendurch waren zwei Autos am Halten und die halten wirklich an der Straße, das war eine große Straße, die halten, hey, are you that guy from Germany? Yes, man, ich bin der Typ von Germany. Und das war den ganzen Tag so. Den ganzen Tag kam irgendeiner, selbst an der Absturzstelle haben nämlich gefragt, ob ich der Typ von Germany bin. Da bin ich natürlich. Und wir haben uns da so mit den Leuten connected, mit dieser Thelma. Da war noch ein anderer Typ, der kam mit so einem dicken Auto angefahren. Und jeder kam nur an diese Absturzstelle. Und dann habe ich bin ja einer, ich rede immer mit vielen Leuten. Normalerweise kommt jeder in Ruhe an und keiner hat was mit keinem zu tun. Ich frage die Leute, hey, bist du hier wegen Kobe? Ja, wir, von wo kommt ihr? Und so, bla, bla, bla. Da haben wir uns so gut connected und dann habe ich alle mit allen verbunden. Und das war das erste Mal, pass auf, und jetzt kommt wirklich auch eine wichtige Geschichte fürs Hobby damals, auch für Amerika gewesen, für die LA Jungs. Es gibt viele, viele große Kobe-Sammler in Los Angeles. Und der 24.02. war die Kobe Bryant-Zeremonie. Also wie gesagt, die Zeremonie ist stattgefunden. Ich habe damit kaum was zu tun gehabt. Ich war nur vor der Arena. Ich habe danach viel erlebt. Wir waren bei der Absturzstelle. Aber wir hatten ein Meeting. Am Abend des Tages wären entweder die Los Angeles Clippers gegen Memphis, Ja Morant, mhm, gegen Vince Carter hätten wir sehen können. Oder wir haben, das war mir komplett unwichtig. Ich wollte mich mit den Kobe-Fans, der Tag war Kobe gewidmet. Deswegen haben wir uns in Bullpen LA auch wieder ein Store. Kenn ich, ja. Mitch geführt. Da haben wir uns nämlich verabredet, dass wir uns als Kobe-Fans komplett in LA dort treffen.
Und es ist so passiert. Wir waren erstmal davor noch kurz im Santa Monica Boulevard, wo du wiederum von allen Leuten angesprochen wurdest, ob ich der Typ bin aus Germany. Danach waren wir aber bei dem Trading Card Store. Und das war etwas Schönes. Wir haben nämlich den Abend komplett nochmal Revue passieren lassen mit den größten Kobe-Sammlern, die LA bieten kann. Und das Krasse war, für mich war es eine riesige Sache, die zu treffen, für die aber auch komplett, dass ich dort bin, weil jeder kennt meine Sammlung, dass das für die auch so ein Riesending bin, dass ich hergereist bin. Und das Krasse war, die untereinander haben dich noch nie getroffen. Mhm. Das war das erste Mal auch für die untereinander, dass sie dich treffen. Okay. Und ich bin einer, ich will Erinnerungen schaffen. Ich will immer irgendwas haben, was uns catcht und sowas. Deswegen habe ich gesagt, Jungs, ich habe hier so ein Magazin, bitte unterschreibt mir alle irgendetwas da drauf. Und es war ein Magazin, was für Kobe rausgebracht wurde. Jeder hat drauf irgendeine Widmung geschrieben. Jeder hat unterschrieben. Oben steht das Datum. Und dieses Magazin hängt jetzt auch hier im B-Brother Store für jeden anzugucken. Es ist nämlich ein schwarzes Magazin und das verbindet fünf große Sammler aus Los Angeles. Und das ist auch so ein Ding, was uns untereinander verbindet. Weil Karten sammeln, reines Fansein, schön und gut. Aber was bleibt, sind Sachen wie diese hier, die du nie wieder vergessen wirst und die du auch nicht kaufen kannst. Diese Sachen, die einfach die Leute zusammenbringt. Und das war für uns Kobe Bryant. Ne? Und ich erinnere mich auch an den Dennis, an den Too Legit to Quit, auch ein cooler Sammler aus Los Angeles, weil der hat mir danach auch auf diesem Magazin geschrieben, Kiki, an dem Tag haben wir ein der hat geschrieben Bond, also so ein Verwürfen, Bond kreiert, was das ist priceless, weißt du, so als Kobe-Fan, so, ne? Und ich bin sicher, auch viele hätten das nicht so selber auch erlebt, alleine vom Fernseher, wenn jetzt ich oder andere Sammler nicht dort rausgegangen wären und so viel die Leute, komm, wir treffen uns jetzt heute Abend oder das und das, das. Man muss halt immer sehr aktiv bleiben. Ne? Und deswegen war ich jetzt für die Los Angeleser Jungs auch irgendwie so ein Glue-Thing, dass mir die auch zusammen einfach mal verbindet. Mhm. Weil die Leute, die kennen dich nur vom Internet, aber dass sie dich mal treffen, passiert nicht. Heutzutage treffen die dich regelmäßig, was mich sehr erfreut. Cool. Es wird immer gefragt, Kiki, wann kommst du wieder rüber? Und mal gucken, wann es wieder passieren wird. Ich hoffe, demnächst mal wieder, weil seit dem Event war ich nicht mehr dort gewesen. Auf jeden Fall war der 24.02.2020 komplett Kobe Bryant geschuldet gewesen und komplett für ihn in Anerkennung. Und ich muss sagen, die restlichen Tage, die ich in LA verbringen konnte, wir wollen ja heute schön über Kobe reden, waren positive Tage. Ich habe ich hatte vom letzten Spiel noch so ein Shirt an, das habe ich auch fast jeden zweiten Tag angehabt, das nur beim letzten Spiel getragen wurde. Und oft wurdest du darauf angesprochen und dann gibt man sich zu erkennen, dass du ein richtiger Kobe-Fan bist, der auch damals schon dabei war, nicht jetzt nur bei der jetzigen Aktion. Und zu dem Zeitpunkt muss ich noch zwei coole Geschichten erzählen, die ich mit LA auch verbinde. Ein Tag später, wie gesagt, war das erste Spiel zwischen Lakers und zwischen den Pelicans. Das erste Spiel zwischen LeBron James und Zion Williamson. Und Zion war ein Monster. Ich hoffe, dass er bald wieder zurückkommt, aber er ist ein Monster, der Typ. Und meine Cousine Mimi und ich, wir sind in der Arena. Und sie meinte zu mir, Kiki, guck mal, da sind voll viele Leute. Ich meine, ey, Mimi, das ist LaVar Ball. Das ist LaVar Ball, Mimi, da muss ich hin. Ne? Wie gesagt, ich bewege mich langsam fort mit Krücken. Und ich gehe da so hin und da waren ganz viele Kiddies, jeder will ein Foto mit dem und ich lasse die Kiddies erstmal laufen, versuche mich ein bisschen nach vorne zu boxen. Aber die ganze Zeit kommen irgendwelche Kiddies vor dir. Und er war wirklich lange, lange dort. Das war vorm Spiel, er war lange dort für die ganzen Fans und sowas. Und irgendwann komme ich doch schon links auf die linke Seite. Und ich hoffe, ey, vielleicht bin ich der Nächste, dass ich mit LaVar Ball so ein Foto machen kann. Und dann sieht er mich und dann schreit er nur, yo, Germany. Und macht so ein, komm rüber, so ein Handwisch, ne? Ich gucke so, was hat er gerade, yo, Germany gesagt? Ich gehe da so hin.
Und ich habe einfach nichts zu sagen. Ich kam, weil der war wirklich voll in Action mit den ganzen Fotos. Der hat einfach nur geschrieben, yo, Germany, ich komme dahin, nehme ihn, wir machen ein Foto. Und das war sein letztes Foto, was er da machen ließ, weil danach ging er auch in seine Kabine rein. Aber der hat auf jeden Fall, das war so krass, mich erkannt vom Fernsehen die Tage davor oder den Tag davor und hat gewusst, dass ich aus Germany kam. Mhm. Und ich muss unbedingt eine Geschichte erzählen, die, die auch für eine Person sehr motivierend war. Und zwar zwei Tage danach wiederum, am Donnerstag, genau, am Montag war die Trauerzeremonie, am Dienstag war das Spiel Lakers. Am Donnerstag waren wir im Disneyland gewesen, in Anaheim. Und wiederum auch dort. Anaheim ist jetzt vielleicht 40 Kilometer weg von Los Angeles. Und ich werde das auf jeden Fall nicht machen, dass ich in LA gegen bin, ohne Disneyland besucht zu haben. Das muss sein für mich. So war es auch sein. Und viele sprechen mich wieder darauf an. Ey, du bist der Typ von Germany. Und so, ja klar. Und am Abend, wirklich, es war dunkel. Und ich war bei so einem Churro-Stand oder so am Abend, kurz vorm Heimgehen. Da höre ich so ein Getuschel hinter mir. Das ist wirklich so ein Getuschel, ne? Und ich höre nur so auf Englisch, hey, denkst du, das ist er? Denkst du, das ist er? Nee, ich glaube nicht. Und dann meinte die eine, hey, komm, stups ihn mal an oder so. Ne? Und dann höre ich auch nur so, und dann merke ich auch nur einer, wie er mich an der Schulter packt. Ich drehe mich um und die Frau, das ist er. Ich gucke so, was geht ab? Das waren ältere Damen. Und das ist wirklich, wirklich eine krasse Geschichte gewesen. Also die hat mich wirklich Gänsehaut gebracht. Die Frau meinte nämlich, du bist der Typ mit Multiple Sklerose, der von Deutschland kommt. Ja, der bin ich. Und die Frau meinte dann auch, wir haben dich im Fernsehen gesehen. Ja, ich voll dankbar, voll gut. Danke, dass ihr da so aufmerksam seid und sowas. Ne? Und dann meinte die Frau, Wir freuen uns, dass du da bist. Ich gucke so, warum? Weil die Frau hat einen Sohn und der Sohn hat auch Multiple Sklerose. Der Sohn ist aber immer nur zu Hause. Also der Sohn ist immer nur zu Hause und ist depressiv und sowas. Und dann war das so, dass die halt in L.A., jeder in der Gegend hat Kobe Bryants Trauerzeremonie gesehen. Und dann gucken die einfach random Fernsehen und dann sehen die einfach so einen Typen aus Deutschland mit Krücken. Ich konnte damals wirklich kaum stehen. Das war zu viel Stand, ohne dass ich Sitzmöglichkeiten hatte von der Arena. Deswegen war ich sehr breitbeinig, so krumm. Aber wie ich dir gerade im Fernsehen erzähle, dass ich gerade wegen Kobe dort bin, wegen Krankheit und alles und dass ich, dass Kobe uns beigebracht hat, nie aufzugeben. Push it, einfach weitermachen. Und es gibt kein Nein. Du musst das machen. Weißt du, einfach, mach es einfach. Und die Frau meinte auch so, der Sohn war auch am Fernsehen und seitdem er das gesehen hat, hat der Sohn sich verändert. Das waren nur 2-3 Tage. Aber der meint auch, der Sohn fing an, draußen spazieren zu gehen. Er fing an, rauszugehen. Weil der meinte auch zu seiner Mutter, guck mal, Mutter, der hat auch die Krankheit. Also, warum kann ich das nicht machen? Meint die Mutter, du kannst das machen. Und das war krass, weil wo die mir das erzählt hat, was ich für eine Auswirkung hatte mit dieser Geschichte auf einen jungen Mann, den ich überhaupt gar nicht kenne, das war krass. Mhm. Ne? Weil es ist wirklich so verrückt. Du hast manchmal Auswirkungen auf Leute, die du gar nicht kennst. Deswegen muss man immer positiv bleiben und es gibt immer einen, der einen beobachtet oder irgendwie sowas. Deswegen immer sein Bestes geben, weil auf irgendeinen hat es immer irgendeine Auswirkung. Und das war wirklich für mich eine Gänsehaut, wo mich die Mutter am Ende gedrückt hat und umarmt hat und sich bedankt hat, dass ich dort bin. Das war noch so ein Zusatz, den ich kaum in Worte fassen konnte, weil ich hatte selber da an einem Abend Tränen in den Augen, wo die mir das erzählt hat. Mhm, krass. Ja. Ja. Auch Gänsehaut. Deswegen, Kobe beeinflusst uns komplett. Nicht nur, wie gesagt, für mich auch als Krankheit, es gibt noch heftigere Geschichten, aber es gibt viele Aspekte und was Kobe uns halt komplett gelehrt hat, ist es halt, dass wir nie aufgeben dürfen. Es gibt immer einen Weg und selber an sich arbeiten. Und einfach, auch wenn man sich bewusst wird,
Markus, wie der Markus schon gesagt hat, wenn ein Star von uns geht, ein Sänger oder so, das ist schon groß. Aber für mich hat es noch, schien es irgendwie noch mehr als sonst, dass ein Star wie Kobe Bryant, ein Basketballstar, noch nicht mal hier in Deutschland Fußball, dass Leute, die mit Basketball und Kobe nichts zu tun haben, davon redeten. Das war schon sehr besonders gewesen, was ich so noch nie gesehen habe, dass er überall wirklich war, und ich rede locker über 7 Tage nach dem Tod. Ne? Also, dass er sehr relevant war. Und das war auch wirklich so, dass mir eine Dame, also meine Cousine, die mit Sport nichts zu tun hat, mir die erste Nachricht überbrachte, und auch andere Leute, die mit Sport gar nichts zu tun haben. Auf einmal wusste jeder, wer Kobe Bryant war. Und das war wirklich viel, viel wert, weil er hat viel geschaffen, was bleibt. Ja, und du trägst es ja jetzt auch weiter, ne? Am Ende des Tages durch deine Einstellung. Also ist es ja auch so, dass man, ich meine, ich finde dieses Wort Vorbild ist immer so ein schwieriges Wort, aber positives Beispiel, so können wir uns schon alle nennen. Ja. Den Anspruch sollten wir auch an uns selber alle haben, in welcher Situation wir auch immer sind, dass wir da, wie du sagst, durchziehen. Und nicht die leichteste kleine Ausrede vor allen Dingen benutzen, konnte ich ja nicht schaffen und so. Ja. Und da können wir uns an dir halt auch ein Beispiel nehmen, weil du auf jeden Fall auch noch eine andere Last zu tragen hast. Und ich habe dich jetzt echt schon, also wir haben uns ja schon viel unterhalten so über die letzten 2 Jahre und das ist mir auf jeden Fall auch echt hängen geblieben. Und davor habe ich großen Respekt und das will ich auch gerne jedem erzählen, dass der Kiki ein guter Typ ist und ein Kämpfer. Danke dir, Dennis. Ja. Wir müssen einfach nur positiv bleiben und wirklich, wenn es eine Möglichkeit gibt, egal was zu machen, egal jemandem eine Freude zu machen, vielleicht einfach nur, dass ihr dort seid, bei irgendeinem Geburtstag, wo ihr eigentlich keinen Bock habt, da zu sein, egal. Ihr macht vielen Leuten eine Freude, wenn ihr einfach bestimmte Sachen, auch wenn ihr es nicht mögt, durchzieht und einfach machen. Ja. Das ist die beste Lösung immer. Ja. Okay, besser können wir nicht aufhören, ehrlich gesagt. Also es gibt natürlich noch 200.000 Sachen, die wir weiter besprechen können. Ja. Aber ich meine, nach so einem schweren Thema mit so einer positiven Message aufhören, also besser können wir es, glaube ich, nicht machen. Ja. Deswegen vielen, vielen Dank für die Worte. Euch auch. Ja, vielen Dank. Also ich weiß genau, dass da oben jemand diesem Podcast wahrscheinlich auch super gerne zugehört hätte, von A bis Z und wahrscheinlich mit einem kleinen Lächeln auch auf den Lippen. Von daher vielen, vielen Dank, dass du uns heute an so einem Tag auch irgendwie mitgenommen hast in deine Story vom DSF gucken bis hin zum Abschied. Vielen, vielen Dank und ich schließe mich natürlich dem an, was Dennis gesagt hat. Ich habe dich auch als super herzlichen Mensch kennenlernen dürfen und bin sehr, sehr froh, dass du Teil dieses Hobbys bist und ich dich auch so kennenlernen durfte und die Leute hier im Podcast sicherlich auch. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Also danke euch auch für die Zeit. Vielleicht haben wir heute ein bisschen zu viel geredet oder ich, aber es gibt wirklich viel zu Thema Kobe zu sagen und ich würde gern komplett alles abschließen mit einem noch positiven Satz. Wie gesagt, dieser Journalist, der hat mich nach Kobes Tod interviewt und es ist wirklich ein Satz darin gefallen, der mich wirklich sehr, sehr catcht, ne? Und der vielleicht auch viele als Ansporn sehen könnte. Es ist wiederum ein bisschen krankheitsbedingt, aber trotzdem ist ein so schöner Satz gefallen dort. Der hat nämlich geschrieben, also ich spielte früher bei SG Langenfeld, egal ob SG Langenfeld oder Los Angeles Lakers, egal ob Kobe Bryant, der sich täglich durch knüppelharte Drills boxt oder Kiki, nicht Kobe Bryant, sondern KB, der sich durch knüppelharte Drills ballert, oder KB, Christian Beschlitsch, auch noch so eine Geschichte, der sich durch den körperlichen Alltag oder seine Probleme kämpft. Punkt, 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 wird der Satz beendet. Wo ist der Unterschied? Das heißt, wir sind alle irgendwo mit denselben Aufgaben betreut. Jeder hat so seine Probleme, jeder hat so seinen Ansporn. Das Ding ist wirklich, du musst das einfach für dich selber machen, dass du selber für dich kämpfst. Und man wird auf jeden Fall Resultate sehen, die einen weiterbringen werden. Ne? Aber das ist einfach so ein Ding,
egal was ihr habt, macht einfach, arbeitet an euch. Kobe Bryant hätte uns nichts anderes gelehrt, als einfach weiterzumachen. Ne? So ist es. Das, was Kiki sagt. Bis dann. Vielen Dank. Danke euch. Ciao, ciao. Ciao.